Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Heute nochmal mit Prison Life. Ja. Diesmal hoffentlich mit mehr Mitspielern als beim letzten Mal. Also, zwei sind schon bestätigt, dass sie mitmachen. Ein dritter kommt eventuell später. Hiervon werde ich diesmal dann auch Videos für YouTubes draus machen. Also deswegen sage ich auch mal hier Hallo an die YouTube-Zuschauerschaft. Und ich hoffe mal, dass der heutige Abend einfach nur läuft. Dass wir heute was auf die Kette kriegen. Nicht so wie letztes Mal. Ich habe das Spiel schon einmal ein bisschen angespielt mit einem Zuschauer. Und da lief es nicht so sehr, weil wir nur zu zweit waren und zu zweit ist das Spiel sehr, sehr einseitig. Ich bin ab jetzt auch mit denen in Sprachverbindung, wenn die mit mir reden wollen. Den Code könnt ihr oben sehen, falls ihr von der Zuschauerschaft generell mitmachen wollt. Ist euch nicht verboten. Wie gesagt, Sunny kommt später, da ist schon mal Dark. Bitte auch in den Sprachchat kommen, danke. Weil bei dem Spiel ist Sprachchat schon fast ein Muss. Hallo, du wirst bei mir hier nicht angezeigt. Ach, du nutzt den Ingame-Voice-Chat. Hallo. Hallo. Na. Akai sollte auch in Kürze kommen. Okay. Also, ich habe ihn angeschrieben. Also bis Sunny da ist, werden wir wahrscheinlich erst mit drei sein. Ich habe Dark da schon geschrieben. Ich würde das dann erstmal so halten, dass zwei immer einen den Bösewicht spielen und einer dem Guard, weil das müsste tatsächlich sogar ausgeglichen sein. Weil der Guard hat es irgendwie leichter als die Gefangenen. Hab ich zumindest das Gefühl. So, dann gucken wir mal, ob das mit den Einstellungen so jetzt gut läuft heute. Akai, jetzt mit Knasti. Ihr seid beide. Warum sehen wir eigentlich alle aus wie Möchtegern-Saiyajins? Also ich sehe aus wie, als hätte ich gerade. So, Akai, das funktioniert wie bei Escapist. Du musst dir Sachen zusammensuchen und craften und wir müssen dann versuchen, so rauszukommen. Mit E interagierst du und mit dem Bauplan, also mit den Spitzhacken und dem Hammer da rechts, da craftest du. Und das Zeug musst du dir unten in die Leiste ziehen. Achtung, alles, was aus Metall ist, dafür kann der dich einsperren lassen. Der muss Aufgaben nebenbei erfüllen, damit kann er sich Fallen kaufen, der Wachmann. Ich weiß nur, das Rausgraben ist auf jeden Fall das, was am längsten dauert, weil du da so viele Schaufeln brauchst. Ich glaube, ich mache den Beutedrop noch höher. Also da ist gefühlt immer noch kaum Beute. Es gibt auch noch so, nein! Ich habe keinen illegalen Gegenstand! Hauen Sie ab! Ich habe keinen illegalen Gegenstand. Sie können mich nicht einsperren. Es gibt auch so ein paar Areas, da darfst du nicht reingehen. Die siehst du, wenn du M drückst, das sind die, die so rot durchgestrichen sind. Du kannst da reingehen, aber der kann ich dann einsperren. Aber nicht für immer, Akaya. Oh, hallo. Ich darf nicht mal in Ruhe meinen Energy Drink genießen. Und ich habe vorhin vergessen, einfach Shift zu drücken. Ich hätte dich schon vorher einfangen können. Ich habe aber noch mein illegales Item wegbringen können. Also ha! Ja, glaube ich dir. Nein, Echt? ich hab's noch wegbringen können. Akaya, ich hoffe, du machst deinen Job besser als ich gerade. Der kann dich auch durchsuchen und dann weißt du, ob du was dabei hast. Yep. Und nachts, wenn er dich erwischt, dann kann er dich generell einsperren. Hast du nicht Aufgaben zu erledigen? Ich bin fertig. Kann ich die Aufgabenanzahl höher stellen? Das muss ich gleich auch mal gucken. Ich finde haufenweise gutes Zeug. Also hervor. Ach ja, man kann die Dinge ja nicht zurückgeben. Verdammt. Stell dir vor, ich hab nix. Na? Hast du was Illegales, mein Freund? Geben Sie weg!
Ich bin bewaffnet! Achtung, da kommt ein Fiesling! Hauen Sie ab von mir! Nein! Ah, nein! 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 Ich habe zwei Schrauben bei mir! Warum hast du es nur auf mich abgesehen? Guck dir doch mal den anderen an! Ja, den anderen habe ich schon durchsucht. Ey, das ist so fies! Wenn ich jetzt rauskomme, bin ich direkt in der Zelle! Ja, dann wärst du hin, Alter! Du bist gefährlich! Akaya ist lieber... Akaya, wofür sitzt du eigentlich ein? Fürs Nix-Tun. Ich wurde beim Spannen erwischt. Du hast schon zwei terroristische Sachen gemacht, also schäm dich. Ich will hier raus. Mann, ich hatte zwei Schrauben und ich kam nicht mehr rechtzeitig in meine Zelle mit denen. Ja, aber mir lief's auch so. Weil überall, wo es runter zum Zellenblock gibt, sind einfach die blöden Metalldetektoren. Ja, deswegen musst du die ja dann direkt wegschaffen. Ich muss Dark ein bisschen leiser stellen. Er schreit mir gerade in mein Ohr. Sorry, ich liebe dich auch. Aua, meine Ohren. Übrigens, da wo die Fallen sind, da kannst du unten rechts nicht auch noch was anklicken. Dann kannst du nach oben oder unten. Du brauchst in beiden Fällen auf jeden Fall einen Drahtschneider. Ich habe immer eine Frage. Könnt ihr eigentlich auch hier draußen rumlaufen als Böse? Nachts eventuell ja, aber jetzt gerade nicht. Was tust du da drüben? Nix. Also wenn du irgendwas Illegales hast, wie zum Beispiel eine Metallschaufel, dann bring sie auf jeden Fall zur Kiste in das versteckte Fach. Weil du siehst ja unterirdisch, wie viel man graben muss. Ah, eine Münze, scheiße. Ich bin übrigens mal in deiner Zelle, ne? Du Schwein. Du bist doch auch in einer anderen Zelle. Ach, kann man doch nicht. Hallo. Ach, warte mal, kann man hier auch noch gegenseitig Inventar tauschen? Da war jetzt gerade irgendein Aktionsfeld, als ich bei dir war. Ach du Kacke. Ja, man kann echt handeln. Ja, was seid ihr denn für Dealer hier, ey? Ich will aber nicht dealen. Ah, ein Energy Twink. Der Energy Twink macht, dass du eine Zeit lang unendlich sprinten kannst. Ja, endlich Streichhölzer gefunden. Die hätte ich gerade eben gern gehabt. So, ich habe ein paar lebenswichtige Objekte schon mal gefunden. Möchtest du auch ein paar Streichhölzer? Die sind nicht illegal! Na, schade. Ich hab ein paar Streichhölzer und ein Klebeband gefunden. Die sind allesamt nicht illegal. Ich bräuchte nur noch ein paar Schrauben. Warte mal, ich weiß doch, wo welche sind. Oh, ich habe Öl gefunden. Jetzt bin ich reich. Ist diese Plastiklöffel findet man aber auch zuhauf. Nur sind sie komplett unnütz. Hier ist nochmal ein paar Streichhölzer. Ich bring dir die mal mit. Ein paar Bolzen wahrscheinlich hast du. Dann kannst du die in deine Kiste packen, wenn du möchtest, Akaya. Nee, brauche ich nicht. Ein paar Bolzen habt ihr wahrscheinlich da. Möchtest du die wirklich nicht? Nee, ich wüsste nicht wofür. Also beispielsweise hier für den Drahtschneider brauchst du eins. Also das brauchst du bei sehr vielen Rezepten. Übrigens den goldenen Schlüssel brauchst du auf jeden Fall in Kombination mit dem Code, den du da beim Crafting-Menü siehst. Was? Okay, warum? Sie sehen, ich hab nichts Illegales. Mit dem goldenen Schlüssel machst du die Tür ganz unten auf und da ist, glaube ich, noch so ein Zahlenschloss. Deswegen brauchst du dann auch den Code. Das Dumme ist, die sind so extrem verteilt, die Codes. Okay, ich weiß schon mal, wo zwei sind. Ich sammle die erst, okay, auch wenn ich alle gefunden habe. Ach, und der kann sich auch Sicherheitskameras kaufen. Tja, wie gut, dass ich nichts Illegales hab. Nee, aber in deiner Box waren was. Ja, nimm's mit. Ich brauch's eh nicht. Ich hab's einfach nur reingeschmissen, weil ich sonst nirgendwo hinpacken konnte. Dann werdet ihr mir zu gefährlich.
Oh, er hat mich nicht bemerkt. Ich konnte einen Metallteller herstellen. Jetzt brauche ich nur den Stock und ich weiß, wo der ist. Nein! Nein, ich muss den ganz schnell holen. Dann wird sich rausgegraben. Ach. So, Holzstock eingesammelt. Schnell nach Hause, schnell nach Hause. Wow, du bist so ein Arschstark. Ich habe gerade einen goldenen Schlüssel gehabt. Nein! Ich hab doch nur noch den Stock gebraucht, den hätte ich anfangen können zu graben. Ja, den Stock hat mir Dark abgezogen. Oh. Na, mit Knasti? Ich hatte einen goldenen Schlüssel. Der war gerade fertig und dann hat er mich verknackt. Ja, das Problem ist, den findet man selten, den Goldbarren, den man dafür braucht. Aber das Gute ist, der respawnt. Goldbarren habe ich gebuddelt. Hast du zufällig einen Stock in deiner Kiste? Ich habe gar nichts. Wir können uns ich kann dir ein paar Streichhölzer rübergeben. Wenn du möchtest. Ich habe Streichhölzer und ein Klebeband. Ich gebe dir auf jeden Fall ein Streichholz nehme ich. So, wir dienen hier und er kann nichts dagegen machen. Ja. Terroristen, du. Terroristen. Die anderen, die ich hier gerade habe, brauche ich selber. Weil ich will daraus noch hier eine Drahtschere machen. Wir können uns ja zusammentun und irgendwie nach einem Ding Code suchen. Und den, Ich weiß, wo die 2 und die 3 sind. Ich weiß nicht, was ich hatte, aber den hat er halt aus meiner Kiste mitgenommen, den Code. Also die 2 ist oben in der Küche und die 3 ist ganz unten links. Und ich weiß, wo ich einen Stock herbekomme. Okay, und der kann nichts dagegen machen. Die 1 habe ich auch schon gefunden. Dann brauchen wir nur noch die 4. Das kostet auch. Oh Gott. Ja, die kostet alles was. Okay, hier oben ist Stockparadies. Oh, ich habe einen Kaffee gefunden. Den brauche ich. Bin ich eigentlich ein schlechter Gefängniswärter oder ein guter? Also ich finde, auch wenn du alleine bist, ist es trotzdem sehr ausgeglichen. Warum hast du hier eine Kamera aufgestellt, du Penner? Was brauche ich denn jetzt für die Schaufel? Das und das. Okay, schnell ins Inventar nehmen und ab nach unten, damit er mich nicht kriegen kann. Man kann Sachen auch einfach entfernen. Man kann sie wegwerfen. Ich baue gerade eine Metallschaufel. Ich weiß nicht, wie weit die damit graben können. Aber jetzt wird gegraben. Oh, du hast schon ein bisschen gegraben. In welche Richtung wollen wir uns denn graben? Das ist mir relativ egal. Oh, ich baue die instant ab. Ich habe was für dich. Das darfst du in deine Kiste tun. Hier, den willst du eventuell haben. Nee, brauche ich nicht. Kupferdraht? Hier, guck mal, was ich Tolles habe. Ah, okay. Dann pack den doch lieber in deine Kiste, damit der nicht wegkommt. Ich hab's eben erst gemacht. Dann schmeiß ich den mal weg. Pack das Kupfer mal hier rein und geh weiter graben. Und der kann nichts dagegen tun. Er hat mich überfallen. Wieso kann ich den nicht abbauen? Okay, in der Ecke ist nichts. Ich habe wieder einen Goldbarren gefunden. Hast du deinen Schlüssel noch? Warum sollte ich es nicht haben? Im Übrigen, die Tür bleibt nicht immer für immer auf, also die geht auch wieder zu. Er stalkt mich. Das ist sehr gut, dann stalkt er mich nicht und ich kann meinen Schlüssel machen. Und ich habe einfach 2 dicke Holzstöcke. So, ich habe einen Schlüssel
meinem Repertoire und er kann nichts dagegen tun. Okay, also ab zur Zelle. Boah, wie viel Kupferdrähte willst du mir noch geben, Spiel? Mich zu dich suchen bringt nichts. Ich habe zwei Stöcke dabei. Wieso auch immer Stöcke im Knast nicht illegal sind. Ich bleib mal, bis Lichter aus sind unten. So, kann ich den Kupferdraht mit irgendwas kombinieren momentan? Wenn ich eine Batterie hätte, könnte ich... Wofür braucht man eine Antenne? Wer weiß. Ich kann den Kupferdraht gerade nicht verwerten, außer ich finde eine Batterie. Ah, das braucht man fürs Telefon. Ich will nach Hause telefonieren. Alter, brauchst du viel, um das Telefon herzustellen. Du musst eine Platine machen, das machst du aus dem Plastikteller, Streichholz, Kupfer. Dann nochmal eine Antenne aus Streichholz und Plastik, das kriegt man relativ schnell. Und dann brauchst du auch nochmal eine Batterie. Alter, braucht man viel dafür. Ich schmeiß mal Kupfer lieber weg, bevor der mich deswegen einsperrt. Wenn man kriegt, kriegt man ja eh offenbar sehr viel davon. Also mit den Metallschaufeln kriegst du offenbar auch instant einen Block da unten weg. Okay, das ist nice. Man kann sich auf jeden Fall rausgraben, aber es gibt keinen speziellen Weg dafür. Also ich weiß nicht, welchen man jetzt sich durchgraben müsste. Das ist auch, glaube ich, immer zufällig, der Weg da unten. So. Wieso habe ich jetzt meinen Kupferdraht wieder? Den habe ich doch gerade eben weggeworfen. Wir haben übrigens nur diese Anzahl an Tagen Zeit. Wenn wir es nicht schaffen, dann hat er gewonnen. Ach Gott, nee, Junge. Die Codes, die verteilen sich auch jeden Tag wieder neu. Alter, sind hier viele Kupferdrähte. Okay, ich habe die zwei gefunden. Nein! Warum warnst du mich nicht? Da naja, drin ist jetzt... Hey, da unten in einem Schrank waren einfach vier Kupferdrähte drin. Meine, du abgelaufene Frühlingsrolle. Kannst du mir nicht einmal was Schönes in meinem Leben lassen? Vor allen Dingen, was bist du für ein Stalker? Wirst du auch so gestalkt, Akaya? Gerade zum Glück nicht. Mann, hau ab, du Stalker. Ich kann zumindest vernünftig erkunden. Vor allen Dingen alles, was du für das Telefon brauchst, ist illegal. Das ist doch so asozial. Außer dem Plastikteller. Okay, ein Kaffee. Kaffee sind schön. Jetzt geh doch mal weg von mir. Guck dir den anderen an. Der ist viel illegaler vom Aussehen her als ich. Du siehst genauso illegal aus. Der hat Kinder gegessen. Im Gegensatz zu mir. Der ist viel schlimmer. Mann, ich hab den Schraubenschlüssel! Geh heulen. Mann, da kannst du mit den Schraubenschlüssel nicht lassen. Dark redet nicht mehr mit uns. Doch, also ich konzentriere mich nur. Überleg mir gerade was. Hör auf zu tryharden! Ich hab's so schon schwer genug im Leben. Sonst wäre ich nicht hier. Eigentlich, wo ich hier drin sitze, müsste mein kleiner Engel Urlaub haben. Ja. Ach, der hat hier unten auch noch eine Falle aufgestellt. Ja? Du hast an dem einen Punkt da auch noch eine Falle aufgestellt, du Dreckiger. Boah, willst du das wissen?
Warte, du warst gerade. Ah, du warst gerade hier drin. Ich hätte dich schnappen können, ich Idiot. Das Geld war schlecht investiert. Fliehen! Du wirst verknackt. Ich war schneller als er. Na komm, dann nutze ich die zwei Plastiklöffel, die ich habe. Vielleicht kriege ich ja was Gutes. Mit dem Schraubenschlüssel kannst du halt die Vents entfernen. Ich weiß, damit kannst du dich auch in der Nacht rumbewegen. Ja, würde ich gerne. Ich würde gerne einmal so eine Teile werden. Da werden wir nie zukommen, glaube ich. Alter, ich kassiere jedes Mal ein Tor, ne? Den Goldbarren brauchst du aber auch nur für den goldenen Schlüssel. Jawohl, das war stark. Und genau jetzt kriege ich so einen Drecks-Goldbarren. Ich habe schon einen Schlüssel. Ich auch. Sollten wir. Aber ich habe halt keinen Code, also bringt mir das nichts. Wir könnten uns aufteilen, die Codes-Teile eben kurz sammeln, uns unterirdisch treffen. Du gibst sie mir eben kurz rüber und ich packe sie in meine Kiste. Und dann beim letzten Tag brechen wir aus. Wir sagen mir aber nicht wann. Ich werde. Das ist ein Versus. Ich werde nicht wirklich mit dir hier jetzt zusammenarbeiten. Wir beide sind ein Team. Ich dachte, es ist Versus. Ja, Versus wir gegen ihn. Ich frage mich tatsächlich auch, warum ihr da rumlaufen dürft in meinem Raum hier. Dürfen wir ja nicht, deswegen kannst du uns ja einsperren. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall einen Drahtseil, dann könnten wir über eine Decke. Ja, habt ihr was Illegales in eurem Räumchen? Nein. Nö. Okay. Siehst du, hab nichts Illegales bei mir. Ihr seid keine Terroristen. So, das brauche ich. Nee, stell dir vor, ich bin kein Terrorist, ich habe einen Plastiklöffel. Oh, wirklich? Wenn du ihn anspitzt, ist er auch gefährlich. Ein Plastiklöffel kann so schon gefährlich genug sein. Ich hab nix. Oh, ich habe noch Aufgaben zu erledigen. Werd froh. Ich weiß auf jeden Fall, wo Plastiklöffel hinzuhäuft sind. Ja, in der Küche. Schön. Ich krieg einfach 10 Münzen für eine Aufgabe. Und das konnte ich nicht höher stellen. Beziehungsweise ich kann ja gleich mal gucken. Junge, ich weiß, wo richtig viele Muttern sind. Geh mal da, wo Mario sein eigentlicher Beruf ist, hin. Ich habe eine Waffe gegen ihn gefunden. Und die wäre? Eine Taschenlampe, damit kannst du ihn blenden. Eine Flaschenlampe, was? Eine Taschenlampe. Hauen Sie ab von mir! Ich weiß ganz genau, dass du da oben wartest. Wo wartet der Mann nicht? Der kleine Stalker. So, ich hab die Drahtschere. Och nee. Ich hab Warum? Den Draht oben entfernt. Jetzt bräuchte man nur noch einen Schraubenschlüssel. Ich habe ihn mal eben kurz geblendet. Hat der Dreckige verdient, der Dreckige Dan. Alter, das ist ja selbst für zwei Dieben schwer rauszukommen. Ich sag ja, ist immer noch balanced. Du dreckig. Weißt du, du bist. Weißt du, wir sind zwar die Verbrecher hier, aber du bist der wahre Stalker. Ach, geht doch mal in die Küche, ey. Könnt mir was zu essen machen, dann überlege ich es mir. Hallo, Akaya. Hallo. Ich hatte gar nichts dabei. Du warst bei mir rot markiert. Du konntest mich einfach so verhaften, Leute. Ja. Ich glaube. Ich hab nichts gemacht und trotzdem konntest du mich verhaften. Was ich glaube, ich weiß warum. Du hast ihn.
Hast du mal irgendwas Illegalem gesehen? In deiner Box lagen 3 Notizen. Ich weiß, du Schwein. Ich hatte 1 bis 3 gesammelt und die 4 hatte ich auch schon lokalisiert gehabt. Ja. Komm, ich bin gerade erst gespawnt. Hallo. Tschüss. Ich bin gerade da gespawnt, das ist so unfair gewesen. Nee, das war gemein. Okay, bist du in deiner Zelle? Ich glaube, wir machen ja sogar 3 gegen 1. Also, der Guard, der hat's ja ultra einfach. Der hat's viel zu einfach selbst mit 2. Ja, klar. Jetzt Junge, du... Ich bin ständig selbst im Knast! Selbst wenn, obwohl wir zu zweit sind, hast du nicht hältst große Probleme, uns trotzdem zu überwachen. Kann ich nicht. Ja, halt, okay, ja, was hast du so in deiner Kiste? Ich kaufe mal nur das Nötigste, deswegen. Was hast du so in deiner Kiste? Einen goldenen Schlüssel, sonst nix. Ich kaufe mir, wie gesagt, nur das Nötigste. Ich habe ein Streichholz, 2 Klebebänder und 1 goldenen Schlüssel im Geheimfach. Schöner Schuss. Ich habe halt nur goldenen Schlüssel im Geheimfach und sonst ist da nix drin, weil er selbst meine legalen Items einfach rausgesniggelt hat. Der Miese. Wir bräuchten nur die Notizen, dann könnten wir unten abhauen. Das Beste, ich habe 2-mal durchsuchen, habe ich sogar noch. Ich habe sogar 1 Free, kann man sagen. Ich würde auch jetzt gerade darauf spielen, eben kurz einmal einen Schraubenschlüssel zu machen. Einfach nur, um das Gitter da vorne zu entfernen. Dann können wir auch nachts abhauen. Ja, sag's mal halt noch lauter. Ja, ich muss mich ja mit meinem Mate verständigen. Ich kann quasi auch schon da draußen. Du weißt es doch eh, wenn ich was Illegales dabei habe. Du bist auch ein Terrorist. Er weiß es nicht, er kann dich aber durchsuchen, um es zu wissen. Ich weiß, es war... er hat immer kriminelle Sachen dabei. Das ist Shining. Ich bin nicht kriminell. Doch bist du. Du bist ein ganz Krimineller. Danke, danke, danke. Selbst dein eigener Freund ist gegen dich. Was willst du da machen? Ich weiß, ich habe die 1 gefunden, die ist oben in der Küche. Nee, ist er nicht. Na? Hallo, ich habe nur Löffel dabei. Ja, keine Sorge. Ich habe, wie gesagt, dich durchsuche ich grundsätzlich selten. Der wahre Verbrecher ist Shining. Ich bin kein Verbrecher. In der Tat, er ist der wahre. Er ist der wahre Miese. Hallo, wir sind in einem Team. Was wird das? Aha. Ah! Oh, hallo. Wir können drüber reden. Ich hatte nur nicht mehr dabei. Es ist halt wirklich unmöglich, diese Codes zusammenzukriegen mit nur 2 Verbrechern. Ich hatte 1 Metalllöffel dabei, deswegen hat das Ding reagiert. Ja, ich hatte die Hoffnung, indem ich jetzt einfach mal alle Löffel mitnehme, dass ich vielleicht irgendwas Sinnvolles unten bekomme. 2 dumme Eingedanke. Oh, ich habe nicht einfach nur mit Plastiklöffeln vollgehauen, weil ich einfach weiter buddeln wollte. Hallo. Ich habe deinen Kaffee zu mir genommen, deswegen glaube ich ein bisschen schneller. Wir haben verloren, wir können nicht mehr gewinnen. Wir können uns noch mit Löffeln rausbuddeln. Ich hab's versucht. Normale Löffel. Komm, gib doch nicht auf, Schätzchen. Ihr könnt doch noch gewinnen. Mit 2 Verbrechern gegen 1 Wache ist unmöglich. Ist da oben ein Plastikteller in der Küche? Ja, 2 Stück. Nimm du die Plastikteller mit, ich hole 2 Holzstäbe. Und versuch dann noch irgendwo ein Klebeband zu finden. Dann versuchen wir es noch mit den... Klebeband weiß ich auch, wo es ist. Dann können wir noch Plastikdinger machen. Ich habe Klebeband gefunden. Ich habe damit genügend Klebeband. Ich hole jetzt nur die Stöcke. Hol du mal die Plastikteller. Ich habe schon 2 Plastikteller. Die Nacht haben wir auch noch Zeit zum Ausbrechen, oder? Ich habe sogar 3 Plastikteller. Hau ab von mir! Das ist wir ja nicht mehr normal! Du bist grün, lol. Hattest du jetzt wirklich was Kriminelles dabei oder nicht? Nein! Weil du warst, dass die Zelle war grün tatsächlich. Ich warte, ich bin im Untergrund. Wie viel Klebeband hast du? 2, ich hab 2 Klebebänder, 2 Stöcke. War Klebeband was Beste, Gutes oder Schlechtes? Klebeband das war sehr gut. Legal. Das war legal. Ich warte extra unterhalb der Zelle, damit er mich jetzt nicht einknasten kann.
Wieso soll ich dich einknasten? Der Sensor war grün bei mir. Wow, ich werde jetzt eingeknastet, weil ich nicht reinkomme. Hallo, willst du rein? Ich lass dich rein. Ich kann nicht in meine Zelle, oder? Kann doch, ich? Kannst du. Wow, okay, geht doch. Komm mal rüber, gib mir einmal eine Plastikteller, dann mache ich dir zuerst eine Schaufel. Wir treffen uns hier oben drin. Unten drin, meine ich. Also wie gesagt, Shiny, du warst bei mir grün. Gib mir mal Plastikteller rüber. Du hast ja nichts zu befürchten, oder? Einer reicht. Ich gebe dir Klebeband und Stab rüber. Ich gebe einen davon. Du kannst ja schon mal quaffen. Gib mir einfach Klebeband. Ich habe noch einen Stab. Ja, ich habe dir es gegeben. Nein, hast du nicht. Weil du mir zwei Items gegeben hast und ich nur noch einen Slot hatte. Wo seid ihr, meine Schätzchen? Ihr habt verloren. Da, wo du nicht bist. Oder habt ihr verloren? Eine Frage, wenn ich euch einsperre, sind die Vorbereitungen... Ja, gut, okay. Alles ist weg. Ja. Ja, aber so, ich hab meine Schaufel jetzt schon mal gemacht. Den Sinn verstehe ich noch nicht so ganz hinter... Wo schaufelt man ein? Schaufelt man unten bei dir im Gefängnis oder schaufelt man da beim draußen? Man schaufelt sich frei. Unterhalb. Wieso kann ich da nicht durch? Shining. Das wird nichts mehr. Yeah! Oh, ich hab was. Ich hab Crates bekommen. Ich auch. Storage Box Color Crate, was? Die Wache ist halt immer noch zu stark, auch wenn es zwei Verbrecher sind. Ich weiß halt nicht, ob 3 gegen 1 immer noch so fair ist. Warum bin ich Wächter? Ich wollte sogar Gefangener. Ich bin so ein schlechter Wächter. So, dann läuft doch der illegale Dude. Ich weiß doch, dass du illegal bist. Illegal steht dir auf der Stirn geschrieben. Mir nicht. Ich war auch so immer der Legalere. Ich weiß ganz genau, dass ihr böse Taten vorhabt. Ich nicht. Ich hab nur Streichhölzer. Ich auch. Im Übrigen, bitte keine Camps mehr im Spawnpunkt, bitte. Das ist echt fies. Okay, keiner im Sperrgebiet. Ich mache jetzt erstmal die Top-Secret-Sachen weg. Ich habe den Chat aus Versehen weggedrückt. Wo war jetzt hier das Streichholz? Da. Ist immer Zufall. Merkt man den Telefon eigentlich auch raus? Ich glaube ja. Was habe ich denn hier gefunden? Also ich könnte mir keinen anderen Grund vorstellen, warum das so schwer zu craften ist. Wo kann man eigentlich mit der Bombe was machen? Frage ich mich die ganze Zeit schon. Es gibt auch so manche, wenn du oberhalb bist, gibt es auch so manche Punkte, die so rissig sind. So, wo will ich auf jeden Fall eine Kamera haben? Ich würde sagen, hier will ich eine Kamera haben. Schon mal gut. Hier brauche ich dafür. Der ist nicht illegal. Der andere aber. Nö, bin ich auch nicht. Hä? Ach so. Ich habe hier bisher eigentlich wirklich noch keine rissigen Wände. Ach so, wir müssen ganz nach draußen kommen. Hä, wie soll man denn da hinkommen, ey? Es gibt oben einen Helikopter, man kann sich rausgraben und man kann über die Tür raus. Für den Helikopter musst du halt die Bombe verwenden. Und ich glaube, man kann sich irgendwie mit dem Telefon raushacken. Wie kann man den Helikopter nutzen? Da sind echt Bolzen drin, ey. Heilige Scheiße. Da musst du über den Lüftungsschacht hin. Da gibt's irgendwo einen Weg nach oben. Aber dafür brauchst du halt die Bombe. Kann das Kupferdraht auch so finden, tatsächlich? Du kannst es auch rausgraben. Und wenn du gräbst, dann kriegst du entweder Kupfer oder Gold bisher. Du hast so Glück. Ich hab nichts Illegales. Ja, ich weiß. Ich kann dich nicht durchsuchen. Ich hab keins mehr. Als ob. Ich habe aus Versehen gerade was gestartet, weil ich nicht starten wollte. Ganz links ist auf jeden Fall was im Garten. Kann ich denn graben, bitteschön? Unten, du musst da. Ich zeig dir mal eben kurz. Komm mal mit. Welche davon ist deine Zelle? Hier steht AK. Du siehst doch hier diese Pfeile, oder? Ah, hier.
Wenn du, ja, da, wenn du dich da drauf schießt, dann kriegst du ganz unten rechts so ein Symbol mit so einem Pfeil nach oben oder unten. Wenn du den, wenn du den nach unten nutzt, dann kommst du nach unten und da kannst du graben. Im Übrigen, interessant, wenn ich bei euch in der Stelle bin, kann. In der Zelle bin, kann ich mich genau vor die Zelle teleportieren. Sehr interessant. Okay. Was ich auf jeden Fall ja bei dir mal gemerkt hatte, dass der Geräuschemelder auf jeden Fall extrem stark ist. Kann ich euch mal bei irgendwas Illegalem erwischen? Ja, wir sind, nö. War ja nix. Wir sind nett. Nein, seid ihr nicht! Doch. Sonst wärt ihr nicht hier! Wie gesagt, ich bin einfach nur fälschlicherweise angeklagt worden. Also mein Gefangenenbericht hier zeigt, dass ihr beide wegen Diebstahl im Gefängnis sitzt. Also kommt ihr auch niemals hier raus. Das weiß ich zu verhindern. Und ihr habt wahrscheinlich schon 3 goldene Schlüsse gemacht in der Zeit, wo ich hier rumbrülle. Nö, wir haben glaube ich nicht einen. Schweining, kannst du dich mal komplett muten? Wieso? Weil ich mit Dark was kurz besprechen will, als mein Partner. Du kannst ja den, ja, ich würde ja dafür gerne eigentlich den Ingame-Bullshit nutzen, aber der funktioniert nicht ganz. Ja, komm, hier für eine Sekunde. Schon fertig in meinem Geheim. Ich hab nämlich auch eine Platine, tatsächlich. Wollte ich auch bauen, eine Bombe. Wir wissen ja, was wir jetzt noch brauchen. Zwei Sachen dafür sind legal, eine illegal. Was sagtest du, ein Drahtschneider? Ja. Müssen wir den finden? Ihr musst du craften. Wo seid ihr, Penner? Sagen wir es mal so, schmeiß die Platine bei dir raus und lager da stattdessen einfach mal Schrauben rein in den Geheimfach dann. Was seid ihr, Betrüger? Also Platine versteckt, oder was? Nee, die Platine kannst du wegwerfen. Ich brauch diesen Geräuschemelder. Die kann man nicht mehr wegwerfen. Doch. Du kannst sie wegwerfen, du musst sie auf das X runterziehen. Ihr seid in euren Zellen oder unterhalb, kann's sein? Auf das X? Wir sind in den Zellen. Hä, was für X? Wenn du das Item ziehst, dann taucht unten links neben deinem Inventar ein X auf, wenn du es im Inventar, in der Inventarleiste hast. Und da kannst du es dann reinziehen. Du musst es halt erstmal im Inventar haben, damit du es rauswerfen kannst. Dann hast du nämlich ein X neben deiner Inventarleiste. Ah, jetzt ist es. In eure Betten, ihr Kojoten, los! Die Kojoten werden dir gleich das Genick brechen. Oh, die werden ausbrechen. Klebeband habe ich schon mal. Ich dachte, du hättest das Zeug noch bei dir. Ach, eine Platine. Nee, warte. Wir brauchen einfach einmal Schrauben. Wir brauchen Schrauben, das andere besorge ich. Oh, Schrauben weiß ich, wo ganz viele sind tatsächlich. Ja, ich auch. Ich kaufe mir als nächstes wirklich den Geräuschesensor, das Durchsuchen bringt ja einfach überhaupt nichts. Okay, ich habe auch den Stock. Stock brauchen wir dafür nicht mal. Ich suche gerade nach dem fehlenden Stückchen. Die Streichhölzer habe ich. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch Schrauben. Hast du da? Ich weiß, wo welche sind. Ja, warte. Ich frag mich hier. Wäre nicht gut, da welche mitzunehmen wegen dem Sensor. Ah, ich hab welche. Du kannst damit halt nicht durch den Sensor. Ist das Problem. Ah, da seid ihr! Hallo. Macht deine illegale Aktivitäten bei meinem Sensor. Ich laufe hier einfach rum. Hast du Schrauben? Ja. Ich hab sie hergestellt. Hast du einen Drahtschneider? Ja. Ich will dich einsperren. Kannst du nicht. Ich bin. Warte, nicht weißt du, wo er gerade ist? Ja, bei mir. Bei dir, wo? In meiner Zelle.
Steht der genau davor? Der gammelt hier die ganze Zeit rum, ja. Ja, gut, okay. Komm, bist lauf du durch einen Teil durch. Komm, lauf doch durch diesen Sensoren. Komm. Okay. Ich warte auf die Nacht tatsächlich. Yeah. Nee, nicht den. Dadurch weiß ich nur, dass du da bist. Hier, ich kann auch gerne hier durchlaufen. Ich hab nichts zu verbergen. Wird mir das eigentlich auf der Karte angezeigt, wenn du da durchrennst? Kannst du nochmal da durchlaufen? Ich lauf da die ganze Zeit hin und her. Nicht das Ding, das Geräusche-Ding. Ja. Ich will nur wissen, ob das auf der Karte angezeigt wird. Nee, ich krieg nur das rechts, okay. Mann, diese Fieslinge. Nein. So, ich gehe schon mal nach oben. Warte, und den Drahtschneider, wo muss man den? Komm in den Lüftungsschacht. Warte, Lüftungsschacht? Der ist ja in deiner Zelle. Der Pfeil nach oben in der Zelle. Und jetzt? Der hier. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Bis hier. Habt ihr hier die richtige Stelle oben gefunden? Drahtschneider. Ey, ich kann nichts dagegen machen, was ihr da oben treibt, ne? Hast du den Drahtschneider? Du hast ihn jetzt doch nicht, ey. Ich bin so eine beschissene Wache. Doch. Das war ein Spaß. Wo bist du? Komm mal wieder dahin. Komm mal wieder dahin. Warum zählt das nicht als illegal? Warte, was? Ich hab ihn doch. Warte. Mann! Diese Kriminellen hier, die machen nur Unfug. Und ich kann nichts dagegen tun, weil die oben im Lüftungsschacht abhängen. Die feiern da oben eine Party und haben mich nicht eingeladen. Nein, geh weg hier. Wie machst du das? Da ist ein Symbol. Jetzt brauchen wir noch einen Schraubenschlüssel, damit wir rauskommen. Die kommen da eh nicht raus. Streichhölzer. Streichhölzer habe ich, wir brauchen nur noch einmal Bolzen, sind wir draußen. Aber hättest du doch durchsuchen können, dann wären wir richtig am Arsch. Ich hatte keine Durchsuchung, ist das Problem. Na, ja, du hast die halt weggeworfen. Kann ich hier rein draußen, ja. Okay. Nee, leider nicht. Nee, nicht zum Glück! Und ich glaube, ich weiß auch, wo wir sind. Aber. Solange wir nicht durch einen Metalldetektor damit laufen, ist ja auch alles in Butter. Warte, Detektor, warte, aber dadurch hat er uns nicht. Er muss uns ja schon grabben. Wenn wir vom Metalldetektor erwischt werden, kann er uns auch verknacken, glaube ich. Ja, aber nur, wenn ich anwesend bin. Oder die Falle, die ist also zerrissen. Aber es werden auch nur metallische rote Gegenstände auch. Nein, generell, die Notizen sind ja nicht metallisch und die zählen auch. Nee, ich bin mit Notizen durch so ein Teil gelaufen und es hat nicht realisiert, dass ich Rotes hatte. Also es hat bei mir wirklich nur bei metallischen roten Gegenständen reagiert gehabt bisher. Ich glaube, ich habe die Nacht zu lang eingestellt. Naja, wir laufen halt nicht wirklich in der Nacht rum, weil, ja, wir kommen halt nur durch die Lüftungsschächte raus. Hat mir da irgendwer geschrieben? Hallo. Ich habe ihn jetzt richtig geprankt. Ich habe ihn so geprankt. Was ist? Ich war gerade in Discord drin, ich habe gar nichts gesehen. Es ist nichts. Okay, wir können direkt weg. Warum? Ich habe die eine Schraube direkt gefunden. Es ist doch ein schlechter Scherz. Die war im ersten Teil, was ich gelootet habe, direkt drin. Das ist doch ein schlechter Witz. So, komm nach oben. Ich merke schon, er ist kein schlechter. Ja, ich erwische euch ja nicht bei euren illegalen Aktivitäten. Draußen? Ja. Und die. Wow. Sag nicht, wir brauchen noch einen. Ne, ich bin beim Roof. Ja, und da ist der Helikopter. Hier. Ja, nö, hier ist kein Heli. Doch, ganz oben ist. Warte mal, ihr seid oben?
Ja. Nö. Komm weg da. Da kommt man auf jeden Fall nicht durch die Mauer dort oben. Hä? Ach so, ihr seid noch nicht ganz oben. Es gibt doch, noch einen. Wir waren schon ganz oben. Bei dem Haar waren wir. Dafür braucht ihr das Telefon, ihr müsst den Heli rufen. Und nein! Wir müssen gucken, wie wir jetzt hier rauskommen, dass wir die Bomben nutzen können. Alter, wir müssen das Telefon holen. Nee, das lassen wir. Ich will mit Bombe rausspringen. Hast du nicht eine Bombe? Ja, aber ich bin gerade am gucken, wie wir hier raus an die Mauer kommen. Alter, wie viele Bolzen. Ich habe die Bombenstellen gefunden, ich sag euch aber nicht, wo sie sind. Ich weiß auch, wo Bombenstellen sind, aber wir müssen da ja raus aus dem Gebäude kommen dafür. Das ist das Problem. Wo zum Geier noch eins seid ihr? Überall und doch nirgendwo. Ihr bräuchtet unten übrigens offenbar auch einen Schlüssel. Ich kann mich auch nach unten teleportieren, aber halt nicht in das Gebiet, wo ihr da rein könnt. Ich weiß, dass wir unten auch einen Schlüssel für brauchen. Das habe ich schon gesehen. Antenne habe ich tatsächlich. Bringt ihr uns was? Wenn wir ein Telefon machen wollen, ja. Ich will euch mal finden! Ah, das... Aber theoretisch können wir auch mit illegalen Items im Inventar rumlaufen, da wir uns nicht mehr durchsuchen kann. Ich weiß übrigens, wo das andere Stück ist. Wo war das? Hä? Ah. Oh. Nein, nein. Ich hasse dich. Hab doch was Illegales bei dir. Ich will dich mal verknasken. Dann, wenn ich die Untersuchung habe, dann habt ihr halt nichts Illegales bei euch. Wir sind halt Musterbeispiele. Ich hab dich da noch rauskommen sehen. Komm her, ich hab dich gesichtet. Komm hier. Nö. Dark, such bitte Code 1. Such bitte den Code Nummer 1. Ich hab grad 2 bis 4. Also Akaya kann ich sofort, wenn ich ihn sehe, einsperren. Dark, such bitte die 1. Wir brauchen nur noch die 1 von Code und dann können wir einfach einen Goldschlüssel bauen, indem wir einen Goldbarren ausbuddeln und dann sind wir dadurch einfach raus. Warte, was sagtest du, welche Nummer? 1. Ah, schade. So, ich muss den Lümmel finden. Der ist noch auf der Pirsch. Hier, nimm mal an. Hier, guck's dir an. Ah, und nee. Denn mein letztes Item ist das hier. Hallo. Oh, da ist der vierte. Ja, ich musste gerade noch einkaufen. Ich brauche einen zusätzlichen Wachmann, ich bin unfähig. Das ist nichts Neues. Die verarschen mich. Ey, du bist nur entkommen, weil ich keinen Kaffee hatte. Das ist doch ein Witz. Ey, ich kaufe mir jetzt 4 Kaffees. So, wie ist der Code? Steht in der Gruppe. Also ganz unten Codes zum Join. Ja, ich lasse mich von ihm feststellen. Aber wir sind gerade in der Runde. Werde. Geh du erstmal nach oben. Hier in meiner Kiste ist da noch was drin. Ne? Jo. Behalte sie in deinem Inventar. Sobald ich dich sehe, ich steck dich in den Knast und dann kannst du da verrotten. Verrotte erstmal dort oben, Dark, bis ich fertig bin. Du hast dich einfach inhaftiert, obwohl die Nacht ist und ich nicht draußen war. Du warst an der Zellentür und ich hatte dich doch schon durchsucht. Warte, jetzt halt nicht. Ja, ich habe mich verknacken lassen. Wie gesagt, den kann ich jetzt nach dem 1er-Code suchen. Ich glaube, ich finde den ziemlich schnell. Und dann craftest du das zusammen und ich guck, dass ich uns einen Goldschlüssel hole. Das sind so dreckige, ne? Du wartest einfach da, wo er dich nicht durchsuchen kann. Sunny, das sind zwei richtige Ganoven, weißt du das? Das ist der Sinn.
Wir sind verlogen und so, haben alle Schandtaten dieses Planeten begangen. Die müssen einfach inhaftiert werden. Die verarschen mich am laufenden Band. Wir können es halt. Ey, ständig, wenn ich die Untersuchung habe, habt ihr nichts Illegales bei euch. Wenn ihr was habt, dann lauft ihr ohne meine Anwesenheit durch die Dinger. Es ist einfach nur Dark, ja. Wir treffen uns oben im Vent. Ich hab die eins direkt gefunden. Ich sag's doch, ich find die. Wo ist der dreckige? Warte mal, wo Mann! Ist, Komm in den Lüftungsschacht, Dark. Ah ne, ich muss nochmal nach oben. Da. Oh. Ja, ich bin oben beim Roof, bin ich. Okay, dann also, ich komm dort. Hi. Hi. Hier, dann crafte. Oh. Wow, schmeißt das eine Item, was du nicht brauchst, raus. Schmeißt das eine nicht Code Item weg. Ihr seid nicht beim Roof. Denn wir sind auch nicht auf dem Roof, wir sind im Vent auf dem Roof. So, jetzt craft den Code und ich such das, dass wir Goldbarren kriegen. Warte. Ah, hier, warte. Hörst du, was das für Ganoven sind? Was für ein Schlüssel? Wir brauchen den Goldschlüssel für dort unten und den Code. Den Goldbarren für den Goldschlüssel, den hole ich kurz. Und warte, den hatte ich ja. Oh, hätte ich den jetzt in der illegalen Tasche behalten gehabt, dann hätte ich den so rausnehmen können, ne? Ich fühle dich an wie Among Us. Ich kriege einfach nichts auf die Kette. Du hast den verloren. Ich hab den Goldbarren gefunden. Hast du Streichholz? Suche ich jetzt noch kurz. Du hättest das echt andersrum machen sollen! Egal. Der Goldbarren ist jetzt anstelle des Sprengstoffs in meinem Geheimfach. Mich zu suchen bringt nix. Ich bin halt schlau. Ich suche jetzt. Der hängt mir halt wirklich jetzt nur noch am Arsch. Wirklich? Ja. Ja, aber du brauchst ja nur an sich das Streichholz. Ja, ich weiß. Und das finde ich gerade noch nicht. Ja, aber nicht in den Dingsraum rein, ne? Also jetzt, wo ich bin. Er kann da auch in den Knast bis jetzt. Es ist ja noch Tag. Wenn du das aus der Kiste nimmst, kann er dich direkt verhaften. Erst wenn Nacht ist, hol das, bitte. Hol das Ding da raus, wenn er bei dir ist. Also da bitte auch drauf achten. Ja, ich weiß. Mann, in deren Scheißkisten ist auch nichts drin. Ja. Wir spielen halt smart. Sunny, ich brauche einen zweiten Wachmann. Nur weil du deine Schicht verschlafen hast. Heißt hier verschlafen? Wo ist Training? Ich meine, wie heißt das so schön? Weißt du, ich mache hier die Nachtschicht alleine. Work smart, not hard. Das war ein Joke, Sunny. Oh. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich. Ich bin unsichtbar. Ich bin eins mit dem Busch. I see you. Ich bin eins mit dem Busch. Ich bin der Busch. Gemeinsame Team. Akaya und Volcano. Das schaffen wir, definitiv. Ey, Dark, du hattest doch einfach nur Luck, als du uns die ganze Zeit gefunden hast. Gib's doch zu. Ich hab mir nur das... Sag mal, willst du mich gerade trollen? Das möchte ich, such Shining. Was meinst du, wie damals, als ich das zum ersten Mal mit dir gespielt habe, wie oft du knapp gewonnen hättest? Weil ich einfach nur dumme Sachen gekauft hatte. Jetzt hatte ich einfach viel bessere. Ich habe mir fast häufig den Kaffee geholt. Dann habe ich mir auch einmal die. Ich habe mir den Kaffee so gut wie nie geholt, weil es bringt mir nichts, wenn ich euch bei den illegalen Dingern nicht sehe. Hast du Streichholz? Ja, ne? Fanny lernt beim Zuhören übrigens. Ja, ich habe das Streichholz. Ich bin übrigens oben im Lüftungsschacht. Kommst hoch? Achso, bist schon da? Ja, ich bin direkt bei unseren Zellen, wo du. Also. Komm her! Von dir. Da war Shining! Oben auf dem Dach! Komm da raus! Hier, komm mit. Ja, kommt doch! Alter, was? Alter, der hat mich so gefangen nehmen können. Ich hab auch die Taste gespammt! Ach, verdammt. Was ist? Wo bist du? Ich laufe hier gerade rum und such nach was. Ja klar, jetzt kennt der da oben, Alter. Ja, ihr habt alles, um rauszukommen. Komm. Alter, hast du es gecraftet? Ich hab den Goldschlüssel, ja. Ja, warte, ich muss das ja eigentlich auch noch an sich craften, ne? Ich hab auch noch die 4K-Dinger, ne? Das weißt du schon, ne? Den Craft.
Ach, warte, ach, die geheime komplette Notizen oder was? Ja, wir brauchen die komplette Notizen. Okay, dann hole ich mir die jetzt. Ah, hab ich vorhin übersehen. Die Notizen braucht ihr jetzt für da unten oder wofür? Weiß ich nicht. Aber wir können halt jetzt in der Nacht noch nicht entkommen, weil, ja, wir haben keinen Schraubenschlüssel. Ich hab da hier oben gesehen. Ja, aber wir können nur aufs Dach und da können wir nichts machen. Warte, er ist aber da oben. Warte, ich könnte die geheime Notiz in meinem geheimen Fach legen. Dark. Ja. Ja. Ich sag nichts weiter. Achso, wir sollen uns erstmal. Komm, Dark. Oh nein. Sie kann euch noch nicht beitreten, oder? Ja, wir sind noch in der Runde. Komm, Dark. Dann sag Bescheid, sobald ich join. Ich habe jetzt, glaube ich, eine sehr gute Investition mal gemacht. Zur Abwechslung. Welche ist das denn gut? Notiz in die Hand nehmen. Sind die Dreckigen hier unten? Sind sie hier? Dark. Nein! Ich hab zumindest einen! Und den anderen kann ich auch verhaften! Alter, ich hab die mehrmals in der Hand gegeben. Ich weiß nicht, ploppt da deine Zahl auf oder was? Ja. Ich weiß halt nicht genau, wofür man den braucht. Ich meine, den brauchst du da unten. Ich weiß es selbst nicht auch so genau. Den brauchst du für dort unten. Ja, ich hab beide gekriegt. Ich hoffe, ihr hattet wertvolle Sachen dabei. Ich hatte den Goldschlüssel, der jetzt keinen Wert mehr hat. Jetzt ich habe halt nur gesehen, dass die Tür auf war und bin dann da reingesprintet. Wir müssen den Code halt wieder zusammentragen. Die hier 1, 2 habe ich auch schon gefunden, 3 und 4 fehlen noch. Also wenn ich das jetzt noch gewinne, bin ich die Legende. Wisst ihr was? Ich sollte auch mal in dieses Radio investieren einfach. Kann ich die Tür eigentlich wieder schließen? Ja, kann ich. Hier kommt ihr niemals raus. Also ich habe eins schon mal in meinem Garten. Ihr dürft einen neuen Goldschlüssel craften, ne? Ich habe die Tür wieder zugemacht. Ich habe eins schon mal gesichert, ein Code. Danny, siehst du gerade in den Stream? Nein. Hast du eigentlich gerade? Guck dir mal an, was ich hier getan habe. Was gerade wunderbar hab ich gar ist. Keinen dabei. Nach der Runde muss ich übrigens was einstellen. Ich starte nicht sofort, weil... Momentan ist mit den Kollegen, ich hier, also wie ich euch eingestellt habe, ganz falsch. Deswegen mache ich euch da auch mal eben kurz aus. Hier ist einer drin übrigens. Guck mal, Sunny. Ich schick dir einfach einen Screenshot. Wolltest du was? Nee. Ich wollte einfach looten, das ist alles. Guck mal, was ich Schönes getan habe. Ich finde, das war eine gute Investition. So viele Bolzen. Was meinst du? War das eine gute Investition, das genau da hinzutun? Ich hab dir ein Bild geschickt. Ja, aber... Ich hab übrigens... einen Schraubenschlüssel. Wenn ich euch finde, ne? Ich steck euch in den Knast und das nicht nur einmal. Hi. Mich steckst du nirgendwo hin. Komm, lauf doch. Lauf! Komm, trau dich! Trau dich! Ich trau mich doch die ganze Zeit. Ich lauf doch hier vor dir rum. Wo ist der andere? Bei. Wo ist der andere, Dulli? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Das ist nämlich genau der, den ich durchsuchen will. Das ist genau der, der aber, glaube ich, auch nichts dabei hat. %iger Schraubenschlüssel hilft nicht, oder wird? Du brauchst 100% Schraubenschlüssel für einen so einen Vent. Ja, ich hab einen mit 60%. Aber ich kann nicht einen Schraubenschlüssel, um die Lüftungsschlitze zu öffnen. Du musst ihn auch in die Hand nehmen, du Dödel. Du musst einmal draufklicken und danach kannst du ihn verwenden. Ah. Sunny ist sehr still. Was sagst du denn dazu, zu meiner wunderbaren Falle? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich guck gleich. Ich hab einen Screenshot geschickt. Ja, ich guck gleich. Oh nein!
Auf Discord oder auf WhatsApp? Ich hab dir den über Discord geschickt. Handy habe ich gerade nicht bei Hand. Okay. Wenn ich dich erwische, dann kannst du das erledigen. Mich erwischst du nicht, Shining. Mich erwischst du nicht. Ui, die Falle gefällt mir. Mann! Der ist genau jetzt nach unten geflüchtet. Ich wollte dich gerade durchsuchen. Ich hatte eine Batterie, habe ich jetzt, ne? Oh, behalt. Ja. Ich hätte dich einsperren können durch die Batterie, ne? Die ist illegal. Ich weiß. Ich wollte dich gerade durchsuchen. Du hast genau nicht im Moment den Schwanz eingezogen. Ich mache die Nächte und die Tage auf jeden Fall wieder kürzer. Das ist zu lange. Ihr habt viel zu viel Zeit. Schmeiß die Batterie in dein Geheimfach. Ja, habe ich. Ich glaube, das ganze Inventar voller Kaffee zu haben, ist jetzt auch nicht das Wahre. Wo wolltest du denn die Batterie herstellen? Ich brauche einen Plastikteller und dann brauche ich noch einen. Ihr seid eh unten, ne? Plastiklöffel. Plastiklöffel? Ich brauche noch ein Streichholz und zwei Plastikmauern, dann können wir hier raus. Jetzt campt er dort safe die ganze Zeit, denn jetzt weiß er, wo wir raus wollen und da wird er denn campen. Wo wollt ihr denn raus? Das sage ich dir doch nicht. Du weißt, weil ich hier Sachen nicht aufgezählt habe, du kannst dir denken, was wir machen. Brauchst du Kupfer? Nee, ne? Nö, schmeiß weg. Sunny weiß etwas, das ihr nicht wisst. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie man hier mit einer Bombe rauskommt. Unten sind so ein paar Wände, die kannst du damit einreißen. Überall außenrum sind Wände, die du damit einreißen kannst. Aber wie kommst du zu den Außenwänden? Ich glaube, du kannst dich mit dem Drahtschneider erstmal rausschneiden und danach kannst du dich raussprengen. Du kannst bei dem Yard nicht die Drahtzäune wegmachen. Plastikteller brauchst du? Ja, Plastikteller und Plastiklöffel, aber ich besorge mir schon alles, was ich brauche. Ah, ich bin mal direkt bei einer Aufgabe, dann mache ich die auch sofort. Ich brauche jetzt nur noch. Im Übrigen, Sunny, eine Aufgabe ist Kickern. Ich brauche jetzt nur noch. Ich krieg fürs Kickern Geld. Ich brauche jetzt nur noch Streichhölzer und einen Plastikteller. Streichhölzer brauche ich nicht, nur noch einen Plastikteller und dann sind wir theoretisch draußen. Ich war in seinem illegalen Bereich. Oh nein! Alter! Ha, er hat ein Durchsuchen bei mir gewastet. Ziel erreicht. Wo ist der andere Dreckige? Ich hab die nur. Die ganze Sache stinkt doch bis zum Himmel. Alter, wie. Ja, tut sie. Alter, weil alte Vier! Keinen Plastikteller finde. Die sind in der Küche. Ich hab alles. Das Dumme ist, diese Teller sind nicht illegal. Ja, ich weiß. Danke, Shining. Hallo. Ich gehe das Spiel deinstallieren. Wir warten bis Nacht. Wir warten bis Nacht, dann craften wir alles zusammen und dann sind wir draußen, Dark. Diesmal wirklich, hoffentlich. Sunny, hörst du? Das sind so richtig illegale, dreckige. Die haben nur Unfug im Sinn. Wollen wir einfach so noch mal ein bisschen rumlatschen? Ey, wenn ich euren Geschwuch verhindere, kriege ich eine Gehaltserhöhung. Ihr bleibt hier. Du verhinderst unsere Flucht nicht. Ich check noch mal ab, ob ich wirklich alles habe. Das habe ich. Und das haben wir. Ja, wir haben alles, Dark. Ich habe eine Falle erstmal entfernt. Jetzt ist die Frage, welche von denen? Ich hatte zwei. Tja, ich weiß es. Ja, ich weiß es dadurch auch. Ich habe nämlich geprüft, wo meine andere war. Habt ihr denn jetzt einen deutlichen Beuteunterschied gemerkt zu der Runde davor? Irgendwie nicht. Okay. Ja, aber du musst es halt wirklich so sehen. Ich weiß doch, wo ihr raus wollt. Bist du? Ja, aber wenn du jetzt wirklich einfach nur die ganze Nacht dort rumgammelst, dann ist es halt echt nicht wirklich geil. Ich gammel nicht an einem Ort, ich patrouilliere. Ja, das wird man nicht patrouillieren. Ja, patrouillierst an diesem einen Ort.
Es gibt schon mal Batterien. Zwei Orte. Und wie gesagt, es wäre doch ultra dämlich von mir, wenn ich nicht verhindern würde, dass ihr rausgeht. Das Zeug. Oh. Das Schöne ist, ich habe sogar eine Aufgabe hier. Warte, was wird das denn überhaupt, ist die Frage. Guck ins Crafting-Menü. Ja, ich sehe es, ich finde es aber nicht. Ah. Und jetzt hier lang. Ja! Betrug! Ich konnte nicht wieder zurück. Betrug. Ja, weil er dort zwei Fallen anscheinend irgendwie platziert. Nein, ich hatte... Ich hatte eine Falle dort platziert, aber sie war genau unter dem Vent. Aber das Lustige ist, ich war im Vent und du hast mich im Vent verhaftet. Ich habe es geschafft, ich habe es aufgehalten! Und ich konnte... Ja, ich hoffe, ihr hattet das scheiß Handy dabei! Das war mir so klar, dass du einfach die ganze Nacht dort campst. Ich habe dort nicht gecampt, ich habe die Nachricht bekommen, Akalia ist in eine Falle getreten. Ich bin direkt da hochgesprintet. Ja, aber so schnell kannst du theoretisch nicht da sein. Du musst dort in der Nähe rum. Ich hatte in der Nähe, wo der Teleporter ist, eine Aufgabe und die habe ich in dem Moment gerade gemacht. Das war nicht zu 100% beabsichtigt, dass ich euch instant bekommen habe. Ich bin froh, dass ich euch überhaupt gefangen kriege. Ich kriege euch am Tag nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, du kriegst uns am Tag nicht, weil du auf dem Dach rumgammelst. Sind beide Aufgaben jetzt da oben, oder wie? Jetzt habe ich echt kein Discord-Overlay. Okay. Pflanzen gießen. Ich habe vorher noch gesagt... Guck mal, instant da. Ich habe... gesagt, ich bin sagen, Pflanzen am Gießen. Kann. Junge, ich habe drei Kaffees im Inventar. Ich war Pflanzen am Gießen in dem Büro daneben. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Dann lese ich, Akaya ist in Falle getreten. Soll ich nicht nachgucken, wo du da in die Falle getreten bist? Das kannst du mir wirklich nicht vorwerfen, wenn ich dann lese, der ist in die Falle getreten. Ich renn doch dann dahin. Das ist trotzdem einfach nur lächerlich. Du gammelst immer mindestens in der Nähe davon. Du bist wirklich immer innerhalb von 3 Sekunden da. Dann gehe ich halt gar nicht mehr da hoch, wenn ihr so schlechter Verlierer seid. Ich kann es ja auch mal machen, wenn ich weiß, wo ihr ausbrechen wollt, dass ich da denn die ganze Zeit immer in der Nähe rumgammel. Du würdest es wahrscheinlich auch nicht mögen. Dann würde ich mir einen anderen Plan versuchen zu machen. Würden die Knastis auch. Ich muss den zweiten Code suchen. Er hat mich. Ich bin markiert. Als Fiesling. So, jetzt habe ich alle Aufgaben wieder erledigt. Ich kündige jetzt sogar an, dass ich jetzt von oben nach unten renne, um oben eine Falle zu platzieren. Du musst nur mal. Na gut, wir haben eh verloren, von daher. Ja, hier ist eh verloren. Ich habe sogar vorher nochmal angekündigt, dass ich sie da oben hinstelle. So, ich will mal diese Crates öffnen. Wo sind denn die? Aber nur weil ich nicht, also, ja, ich hab den, wie gesagt, man musste auf den Zahn klicken und dann, kloppt der direkt auf, oder was? Was kriege ich denn? Deswegen, ich hab das nicht gesehen, ich wollte erst 1, 2, 3, 4 eingeben, weil das halt auch so ist, deswegen. Das war halt nur trotzdem einfach lächerlich. Ja. Wenn ihr mir sagt, wo ihr hin wollt, kein Kommentar dazu mehr. Ja. Sunny, hast du auf den Gefangener gestellt? Hab ich. Dann und go. Wir gehen denn mal einen runter, Doc. Hä? Hä? Ah, er hat reingefurzt. Hä, ich hab auf Wächter gedrückt. Du kannst nur einen Wächter geben. Okay. Oh. Dann muss es halt so sein. Dann ist erst ab 6 Spielern ein zweiter Wächter da. Oder ab 4. Ab 5. Mhm, das kann sein. Weil ich habe definitiv Wächter gedrückt. Okay. Dann muss einer jetzt immer alleine sein. Das ist doch dann doof, wenn ich jetzt der Wächter bin. Dann spreche ich die ganze Zeit wieder nur mit mir selber. Aber da können wir halt
nichts. Ihr seid aber jetzt zu dritt. Und wenn ich jetzt mal mithöre, ich meine, ihr habt seit. Warum willst du mit mir handeln? Ich hab nichts. Wollte ich nicht. Obwohl, doch, ich hab was. Das tue ich aber direkt in meinen Spind. Gib mir nochmal eine Durchsuchfunktion. Aber dann wäre die einzige andere Möglichkeit halt, dass derjenige, der Wächter ist, sich halt stumm stellt. Ja, aber das kann ich doch nicht als Streamer. Ich höre ja, rede ich ja wirklich nur noch mit mir selber. Ja, nur andererseits können wir denn halt auch nicht kommunizieren, wo wir ausbrechen wollen. Dann müssen wir es einfach über die Items zeigen. Ja, so hättet ihr das doch auch machen können oder so andeuten, wo ihr lang wollt. Das habe ich ja versucht, aber das hat nicht unbedingt so super geklappt. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine wertvolle Sache. Ich habe auch eine Sache, die wir zum Ausbrechen nutzen können. Ich habe den Goldbarren schon aus der Kiste geholt, die müsste ich jetzt ausgraben. Ich wollte ihn gerade reintun. Frostgitz, ich finde, wonach guck, ich... Da hat es jetzt Dark zum Beispiel leicht. Ich habe sogar angekündigt, dass ich zur Kiste wollte. Das ist wie mit euch mit dem Dach gerade eben. Ich wusste es einfach. Ich habe das mit... Dass du zur Kiste gehst, habe ich nicht gehört. Aber ich wusste, dass du anhand deiner Äußerung da gerade... Einer anderen Äußerung. Ich habe jetzt eine wichtige Sache. So, da dachte ich, du willst das abspeichern. Deswegen bin ich schnell dahin gegangen. Kannst du übrigens mal aufhören, mich zu fokussen? Du stehst schon wieder bei mir. Das ist nicht Fokus, das ist kein Fokus. Guck mal, wie findest du meine Teufelshörner? Ich weiß gar nicht, wie man das so macht. Du musst das im Hauptmenü unter Inventar machen. Ja gut, ich habe auch eine Kiste eigentlich bekommen, aber ich kann die nicht öffnen. Hast du einen Schlüssel da geholt oder? Hallo? Was bringt denn der Goldbarren? Ja, man kann so einen goldenen Schlüssel herrschen, sag ihm das nicht. Tatsächlich, was mich wundert, habe ich ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ich renne. Okay. Ich muss mal bei dir reinschreien. Was willst du bei mir? Ach, Mann. Ach, die Tage sind nicht richtig eingestellt. Hallo. Ich wollte nach Hause. Sunny, komm mal rüber in meine Zelle über die Pfeile dort unten. Guck, das ganze Camp nennen. Der hat jetzt vor der Zelle gewartet. Ja, natürlich. Damit ich bloß nicht nach Hause kann. Ja, Leute, das war's mit dem. Shining, wenn du in der Zelle bist, dann komm mal. Ich bin verhaftet worden, ich hab alles verloren. Wie gesagt, wenn du denn in deiner Zelle bist, weil. Ich hab nix. Jetzt komm mal rüber. Wir treffen uns einfach hier unten im Untergrund. Ich will dir nämlich hier ne. Damit du dir vielleicht vorstellen kannst, wo es lang gehen soll. Ich habe in euren Räumen auch Videokameras stationiert. Weißt du es, wo es lang soll? Ja, ich kann es mir vorstellen. Man darf es halt nicht ansprechen, wo du lang willst. Und wenn der andere, also der Wächter weiß, wo du lang willst, dann ist eh schon verloren. Deswegen wusste ich ja, wo ihr raus wolltet. Erstmal nehme ich mir einen Kaffee. Jetzt weißt du ja, womit du mir helfen musst, zu finden. Ja, generell alles. Und wir brauchen auch noch ein anderes Teil. Ja, den Löffel weißt ja. Löffel weiß ja immer, wo du findest. Ich hab schon alles außer. Okay, eins von den zwei Items habe ich. Ich brauch's jetzt nur noch ein zweites Mal. Das nehme ich auch mal mit. Der macht eine illegale Aktivitäten. Hör auf, mich durchgehend zu durchsuchen! Das ist so hart ein Fokus! Hör auf, mich zu fokussen! Nur weil ich der Streamer bin, heißt das nicht, dass ich die illegalen Sachen hier mache, alle. Du kannst doch die anderen beiden untersuchen, Dark. Nur gibt's ein Problem. Ich brauche für das, was ich bauen will, nicht wirklich illegale Sachen. Doch, eins davon ist illegal. Und das findest du auch nur in den Offices. Also ich habe das, was
Ich hab das eine von mir nicht aus dem Office. Okay, ich hab... Junge, wieso... Hi. Verziehen Sie sich, der Herr? Jetzt brauchen wir noch ein Teil, um das herzustellen und ja. Denn noch, dass wir uns den Weg dahin frei machen. Aber das muss man ja bei den meisten Sachen den Weg dahin frei machen. Nee, hier ist eine Kamera, da gehe ich nicht rein. Ich schaue nicht immer auf die Kamera. Überleg doch mal. Ja, aber kann ja sein, dass du genau in dem Moment reinguckst. Ja, wie soll. Derzeit kannst du auch schon wieder weg sein. Überleg doch mal. Akaya? Hm? Nee, kann ich nicht. Komm mal nach unten. Ja, wir warten bis Nacht. Boah, Junge. Ich hab was Illegales bei mir, ich kann nicht hoch. Ihr habt einfach drei Kisten, habt ihr da einfach. Alter, wie soll ich das denn untersuchen, ey? Deswegen wollte ich ja ein 2 gegen 2. Mhm. Alter, Junge. Aber wir können ja bei den Spieleinstellungen nichts umändern. Oh, ich komme hier nicht raus, oder? Ich will einmal kurz bauen, also... Kannst mir das vielleicht ja trotzdem zeigen, aber du kannst nicht auf Handel. Okay, geht doch nicht. Jetzt geht es theoretisch. Ich will gerade mit dem da handeln. Geduldig ein bisschen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Ich habe davon noch eins, aber in anderer Version. Ich habe das schon komplett fertig. Das bin ich jetzt am Zusammenbauen. Was willst du mir zeigen, Sunny? Ja, ich weiß nicht, ob ihr was davon braucht. Also wir brauchen jetzt noch eine, wir brauchen jetzt noch zwei Sachen. Das zweite, das kannst du mir einmal geben, das zweite. Das zweite? Kannst das hier so lange in deinem Inventar behalten. Shining. Wir gehen mal kurz hoch. Bevor du annimmst. Warte, lass mich erstmal craften. Ich will dir einmal kurz das zeigen. Bei dem brauchst du so oder so, in jedem Fall. Guck, den da. Du siehst, worauf ich hinaus will. Mhm. Das würde ich aber lieber verstecken. Habe ich schon. Das ist nicht meine Kiste. Ich will bei meiner Kiste raus. Du weißt, wir brauchen noch ein Item, damit wir uns den Weg dahin frei machen. Den da. Zwei. Wir brauchen einmal... Das in der oberen Reihe und das in der mittleren Reihe zum Herstellen. Weißt hoffentlich, was ich davon meine. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß sogar, wo die Materialien sind. Die Materialien, die versuche ich gerade ranzuschaffen. Oben, okay. Ganz oben. Da sind sie haufenweise. Ich weiß, aber es fehlt eine Sache, die auch für das vorherige Teil schon gefehlt hatte. Aber 4 Tage ist schon echt wenig, vor allem mit so wenig Zeit. Ja, ich habe die Zeiten nicht übernommen. Es tut mir leid. Okay, da wäre schon mal quasi die Anzahl davon. Ich habe die nötigen Sachen gefunden. Ich bringe jetzt erstmal die legalen Sachen zu meiner Kiste. Und danach hole ich die illegalen. Okay, ich habe auch das zweite davon, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch ein und dasselbe Material. Ich kann die illegalen Sachen nicht holen, da ist ein Stalker. Ja, mich stalkt er auch gerade. Ja, ich wurde gestalkt. Was heißt gestalkt? Boah, soll ich wissen, wo du hingehst? Ich bin extra noch bei Akaya geblieben. Überleg doch mal. Das ist kein Stalken. Du warst nur 3 Sekunden weg. Nee, 5 Sekunden. Ich habe nicht gesehen, wo du hingelaufen bist, mein Freundchen. Ja, ich hatte die Schrauben bei mir, aber die sind alle oben. Die sind alle oben bei den Duschen.
Da sind ungefähr 5 Schrauben. Ja, falsche Taste. Nee, egal. So, das dann nehme ich jetzt wieder mit. Die Schrauben darf ich jetzt wiederholen. Die aufgeladen 0%. Wir brauchen nur noch eine Shining übrigens. Kann ich nicht liefern, hat er mir gerade alle abgezogen. Aha. Er hat auf dem Weg zur Zelle mich mit einer Schraube erwischt. Ja, ich camp ja nicht vorm Dings. Wenn es Nacht ist, ist es eh egal. Aber ich camp nicht. So, ich habe die Schraube nach Hause gebracht. Oh ja, ich bin jetzt auch gleich da. Ich habe auch alles bei mir. So, das erste Objekt stelle ich schon mal her. Welches davon? Das in der mittleren Reihe. Okay, dann stelle ich das in der oberen her. Nicht schlecht, Sunny. Ich habe einen Kaffee genutzt und bin dann an ihm vorbeigesprintet. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Ich habe das in der oberen hergestellt. Ich habe jetzt auch das andere. Und wir müssen weg hier, Shining. Kommst du? Ja, ich habe noch was für, ich stell gerade noch eine Schaufel hier, damit wir was wir nötig haben, was graben können. Sunny, kommst du auch hoch? So, wo willst du denn rausgraben? Warte. Das ist dein Job. Ich weiß, aber wir können das eigentlich insgesamt an 3 verschiedenen Orten nutzen, habe ich übrigens gesehen. Wir so. Nehmen hier unten. Seid ihr überhaupt? Wir sind unten. Shining, hol du ihn. Wir sind unten, ja, genau, hier unten sind wir. Okay. Ich gehe vor. So, funktioniert's? Ich hab's noch weggeschafft. Ja, hallo. Ich hab's noch weggeschafft. Ja, die Falle, die war ja richtig scheiße gelegt. Ich hab's nur gewusst, weil du auf einmal gemacht hast, Akaya. Das hat man richtig gemerkt. Hä? Ja, ich hab das gehört, dass du da bist. Weil du warst so kurz erschrocken. Okay, da geht's nicht raus. War gar nicht erschrocken, aber okay. Na gut, das ich dachte, ich hätte das rausgehört. Aber zumindest ist Shining markiert. Hallo? Ja, jetzt kannst du mich ruhig fragen, ich habe eh nichts bei mir. Ich glaube, du bist eh markiert, grundsätzlich. Ich warte bei den Duschen auf dich. Ach, da oben bist du ja eh. Komm, hier, hinter dir. Komm, nimm mich doch. Hallo. Hatte eh nichts bei mir, hallo. Hallo Knastbrudi. Was machen Sie da? Wollen Sie extra meine Haft angucken? Aber ja, jetzt haben wir eh schon. Sunny ist AFK. Jetzt hast du den Helien gerufen? Oh mein Gott. Ich glaube, es reicht aus, wenn du den einmal rufst. Ich weiß aber nicht, wo du das machen musst. Sunny? Ich hab ihn gerufen, aber. Wir haben AFKler. Nicht schlecht für euch. Ihr habt aber noch diese Nacht. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Seid froh. Ja, Shining, das Projekt ist. Kann ich die Fallen eigentlich auch abbauen? Nein. Das wäre richtig scheiße. 03 sind in die Einzelhellen. Ja. Oh. Oh. Ha? Ich hab dich laufen gelassen, keine Sorge. Das Problem ist, ich habe ihn zwar gerufen, es wurde auch verbraucht, das Item, aber es kommt keiner. So, ich habe jetzt nochmal 2 Schrauben und ein Klebeband. Das kann ich aber nirgendwo verwenden. Da stand auch irgendwas von wegen 20 Sekunden oder so.
Ach so, wir müssen dann 20 Sekunden warten und dann kommt der Heli. Wahrscheinlich könnten wir uns so lange im Lüftungsschacht verstecken. Nee, ich glaube, wir müssen schon auch da sein, wo er dann auftaucht, aber jetzt wird da wohl eh nichts mehr. Nee, die haben keine Nachtschicht. Lohnt sich nicht. Ich habe jetzt zwar noch Schrauben, aber die können wir nicht mehr verwerten. Hier. Oh, etwas. Sag das. Das Spiel mag dich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Ich bin ja eigentlich Wächter. Ja, mal, klar. Guck Alter. Mal Frank an. Ich habe den einzigen. Guck, wir sind anderen. Jetzt wesentlich schneller. Ja, komm, ach das du. Er ist aber genauso schnell beim Sprinten. Alter, hier ist. Ich habe einfach direkt einen Zettel gefunden. Ich habe auch einen. Welchen hast du, Shining? Den mit deiner Zellennummer. Okay, ich habe den mit deiner Zellennummer. Also brauchen wir noch Sunnys Zellennummer und. Ey, das Schöne ist, vor unserer Base sind einfach drei Kisten. Da ist sogar eine mit Batterie, eine mit Metalllöffel und eine mit Schrauben. Ich weiß. Ich habe auch einen Zettel. Alter, komm. Welcher ist es? Nicht die Nummer sagen. Ich glaube ohne Nummer. Die haben alle eine Nummer. Die haben alle eine Nummer drauf. Okay, ich habe schon mal Klebebänder besorgt. Meine brauchen wir nicht. Wo genau kommt die eigentlich raus? Ungefähr wo der Schacht ist, da wo die Abbildung ist, oder? Kann ich dir nicht sagen, du. Wir würden uns doch also damit verraten. Also ich habe meine gekriegt. Ah, gut. Okay, wir brauchen also nur noch die Leere. Kann einer von euch mal Streichhölzer besorgen? Ich kann hier nicht raus. Ich hab was. Ich hab genug. Also ich kann drei Streichhölzer mitbringen, wenn du Bock hast. Ja, dann hätten wir zumindest schon mal einen Schlüssel. Wie viele brauchst du? Ein. Shining. Alter, seid ihr alle im Unschuld? Ein Moment. So, ich warte unten. Ich muss gerade ganz kurz erstmal eine Waffe gegen den Heini machen. Was willst du mir zeigen? Also. Oh, kein Platz im Inventar. Es reicht, wenn du mir eins gibst. Okay. Ach, du hast. Der andere hat auch schon einen Schlüssel. Na gut, dann haben wir zwei. Haben wir eine Absicherung. Soll ich dir dann drei geben oder? Reicht, wenn du mir den einen gibst. So, haben noch einen Schlüssel. Und wir haben schon drei Zahlen, ne? Mhm. Sunny? In deiner Box ist noch Platz, oder? Also im Geheimfach, ja. Oder? Pack den da rein. Wir brauchen jetzt nur noch einen. Pack den in deine Box. Zettelchen. Das wollte ich nicht. Wir sollten auch. 7 Nächte? Ja, klar. Wir sollten auch nochmal einen Notfallausbruchsplan bereithalten. Hallo. Ich will dir eine Waffe geben. Wir müssen auch nochmal einen Alternativplan bereit haben. So, wenn wir Klebebänder brauchen, ich hab drei. Boah, die Geschwindigkeit. Ich hab Streichhölzer. Wir können also durchaus nochmal einen Notfallplan machen. Kann ich dir was zeigen, Schein? Was willst du mir zeigen? Du kannst mir deinen Zettel zeigen. Mhm. Dann weiß ich wenigstens, welchen ich noch suchen muss. Ah, okay. Wir brauchen nur noch eine einzige Nummer. Okay, ich mache mich auf die Suche nach dem Zettel. Ich weiß auch schon, welcher das ist. Ich mache mich auch auf die Suche. Fanny bleibt mit der 4 mal unten. Mhm. Zu gefährlich für dich. Sunny, ich will dir auch nochmal was geben. Hast du gerade die Lampe benutzt? Ja, versehentlich. Warte mal, dann gebe ich Sunny einfach direkt auch meinen Zettel rüber, dann habe ich noch einen Platz frei. Ich bin die Kiste.
Ja. Du bist die abgesavte Geheimkiste. So, hier. Oh. Falls du irgendwas hast, das du loswerden kannst oder nicht brauchst gerade, kannst du es mir geben. Wir brauchen auch noch den Schlüssel in der mittleren Reihe. Ich merke schon, das ist... Sunny, du musst wieder auch rein! Weg da! Wenn ihr nicht einmal mit den Dingern untersucht, dann sind sie weg. Okay, ich habe schon mal eine Sache gefunden. Für das Teil. Wenn du die Streichhölzer hast, können wir Mitte machen. Ich habe Streichhölzer. Weil ich habe die... Ich habe welche bei mir. Ich weiß, wo die Schrauben sind. Ich habe gerade nur einen Wächter am Arsch. Ah, ich habe selber Streichhölzer gefunden. Nevermind. Hat er dich verknackt? Nee, das steht ja dann oben. Oder warum meintest du Nevermind? Ich hab Silberstreichhölzer gefunden. Ich habe auch noch ohnehin für den Fall der Fälle zwei Streichhölzer bei mir in der Kiste. Das ist die falsche Zahl. Warum durchsuchst du mein Lager? Gar nichts durchsucht. Doch, mir wird das angezeigt, wenn du mein Lager durchsuchst. Akaya? Hm? Das habe ich gerade einfach in der Kiste gefunden. Sunny, nimm du den. Ich habe keinen Platz. Was könnten zu mir rübergeben? Was ist keine Zahl? Ja, du solltest... es reicht, wenn du einen von denen hast. Okay. Ich habe ihn den einfach gegeben gehabt, für den Fall der Fälle. Er hat jetzt beide Schlüssel. Ich merke schon, er ist euer Sammelbecken da. Sunny, wo bist du? Ja, wo du nicht bist. Ja. Ich habe eine Falle entschärft. Holla. Ich weiß aber nicht, welche das ist, ist die Frage. Gut, er hat mich auch nicht gesehen, als ich gerade an ihm vorbeigesprintet bin. Welche Falle? Ich hatte doch nur eine gelegt, oder? Wir haben alles! Ja, okay. Also ich habe jetzt auch noch den anderen Schlüssel, den wir brauchten. Wir haben alles aus Metall. Nur, dass wir keine Schlüssel brauchen. Sunny, handel mal mit mir und gib mir die anderen Zettelchen. Zettel? Mhm. Komm, das ist ja mega unfair mit der Geschwindigkeit. Ja, mit der Geschwindigkeit habt ihr auf jeden Fall Vorteile. Da bin ich als Wächter gefickt. Da kann ich nichts machen. Ja, hast du nicht. Du hast dieselbe Geschwindigkeit wie wir. Ja, aber ihr seid drei und ihr habt einfach. Nee, das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Deswegen wollte ich ja, dass wir mit viel machen. Überall. So. Jetzt. Ja, ich hab gewonnen. Wir haben entweder hier oder alternativ hier. Soll ich hier aufmachen? Da ja, unten wäre halt näher. Ja, aber wir haben da auch ein Problem. So, ich habe schon mal das andere ausgerüstet. Ey, was Betrug doch. Komm, ich hab den noch gehalten, den Ball. Go, Akaya! Go! Ach, hier sind auch nochmal die Nummern drin. Kommt. Abgang! Abgang! Ja! Ja! Ja, komm, das ist unfair, wirklich. Das ist unfair. Ich hab euch die ganze Zeit nicht gesehen. Und wenn ihr wenn ihr sogar noch Sunny als Kasse benutzt, dann ist es voll. Komm, wir nehmen jetzt mal den Space, das will ich auch mal sehen. Ich Sunny darf leiden. Ich hab gefunden, also laut
laut der Anzeige wird... Raumschiff reparieren, Rettungskapsel oder ein Raumschiff rufen müssen wir. Oh, hier gibt auch andere Sachen, die man craften muss. Wirklich? Ja. Ja, Raumschiffreparatur zum Beispiel. Alter. Aber das ach. Vier illegal. Wir müssen vier Energiezellen dafür finden, die allesamt illegal aus Metall sind. Ja, danke. Das ist wie die Notizen, nur schwerer. Okay. Ja, die kann man sogar so finden. Okay, also. Ich habe eine Energiezelle schon mal gefunden und in meine Kiste gepackt. Ach, ja, wir können ja schon raus. Ich habe auch einmal Schrauben. Oh, um Gottes Willen! Macht mal die Karte auf. Guck mal, wie viele illegale Zonen es gibt. Ach Gott. Im Hangar werden wir reparieren müssen. Ja, definitiv. Woran erkennt man die illegalen Zonen? Roter Punkt ist bei ihm. Bei ihm sind sie blau umrandet. Okay. Ach so. Shining, ich habe übrigens eine zweite Zelle gefunden. Okay, also hier gerade ich. Zwei. Also hier buddelt man oberhalb. Man sieht auch, wo man rauskommt. Oh, ich habe eine Energiezelle gefunden. Damit haben wir drei von vier einfach schon. Scheiße, wo ist mein Zuhause? Ich habe mein Zuhause verpennt. Wir haben dieselbe Zelle. Ich habe noch eine Energiezelle. Okay, wir haben alle. Ich habe keine, wo. Okay, da sind Schrauben. Ich nehme schon mal das Klebeband an mich. Wir treffen uns alle oben. Ich habe noch nicht viel gesammelt. Wir haben aber alle Zellen. Achso, ich muss dann... Wir sie? Wir wollten noch keinen mehr als Kiste benutzen. Ja, ich meine, wem geben wir sie zum Craften, Junge? Ach so, dann könnt ihr sie mir geben, weil ich bin dann erstmal auf der Tour, dass ich notfalls uns einen Weg graben will. Warte, ich muss dir meinen Kaffee rübergeben, solange. Ja, und Dark hat halt auch nochmal zwei. Ich suche mal weiter, was wir sonst noch so brauchen. Honey ist sehr konzentriert, höre ich. Okay. Okay, bin am Craften. Die Batterie wird dann schon mal hergestellt. Also ohne Batterie kommen wir hier so oder so nicht raus. Oh, ich habe sogar noch eine versteckte... Ihr seid bei der Zelle. Ist der gerade da unten? Ja, er ist gerade bei mir. Er hat mich durchsucht quasi. Ja, dann kann ich nämlich gerade nicht runter. Oh, scheiße. Das ist scheiße. Jetzt kannst du runter. Nein! Oh! Ich habe übrigens die Antenne. Okay, die Batterie ist schon mal verstaut. Sunny, du bist so still. Wir brauchen jetzt noch eine Platine, die wir theoretisch auch finden können. Und einfach Benzin, beziehungsweise Öl, dann haben wir es. Benzin? Eine Platine? Wo ist die? Kann man herstellen oder finden? Ach, da. Ja gut. Kupfer. Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich graben will. Was war das andere? Achso, Öl. Ja, und dann haben wir alles. Ja, gut, ich suche. Öl ist direkt bei unserer Zelle in einer Kiste. Ja, die Kisten werden an jedem Tag wieder neu verteilt. Gab es nicht auch irgendwo einen Punkt, wo man direkt austreten konnte aus dem Gefängnis? Ja, das ist ja das, was wir theoretisch machen gerade. Nein, generell, wenn man zum Hangar oder irgendwie so. Da gab es so einen Punkt, wo man direkt raus konnte. Vielleicht oben bei den Controls irgendwie, da ist halt auch so ein Raketensymbol wie das bei der Rettungskapsel. Na, Knastbudi, ich leg mich mal schlafen. Zanni ist sehr konzentriert. Lol, ihr seid ja wirklich in einer Zelle drin. Ja, wir teilen uns eine Zelle, sag ich doch die ganze Zeit. Lol. Das ist ja mal lustig. Also, der Wärter, der hat es halt nicht leicht, ne? Ja. Vor allem nicht auf so einer großen Map, würde ich sagen. Naja, wir haben sehr, sehr viele Orte, wo er uns einfach einsperren kann. Das ist schon wahr, aber... Man sieht sogar auf der Karte, wo das Raumschiff ist, ne? Man sieht das sogar. Das ist deutlich auf der Karte zu sehen. Ja, und... Vielleicht... Oh, eine Notiz habe ich gefunden.
brauchen wir hoffentlich nicht. Oh, eine Kupferplatine brauchst du aber, ne? Eine Kupferplatine? Eine Kupfer. So. Ich weiß, was wir brauchen. Ich bin doch dabei, das zu besorgen. Ja, Kupfer. Kupfer habe ich. Du brauchst nur Zigaretten und Plastikteller. Also Streichhölzer, nicht Zigaretten. Dark, möchtest du einmal ganz kurz nach unten kommen? Ich will dir was geben. Streichhölzer habe ich. Wir brauchen nur noch einen Plastikteller und dann haben wir alles. Ja, wo bist du? Ich bin da, wo der Sand ist. Ah, hier. Ich habe was für deine Kiste. Ich habe auch das Öl. So, Dark, wir treffen uns mal oben. Dass du es mir rübergeben kannst. Ich will auch mal ein bisschen was von der Map sehen. Ey, wo ist meine Kiste? Ist das nicht meine Kiste? Da steht yours. Hast du das ja. Kupfer? Dann ja, gehen richtig. Wir hier hoch. Johnny! Ich habe ihn noch nie einmal, ich doch einmal, ich glaube, habe ich schon einmal gesehen? Sunny habe ich schon so oft gesehen. Ich habe ihn nicht einmal, glaube ich, gesehen. Oh, ich habe nur noch eine Energiezelle. Streichhölzer, nebenbei. Shining? Ja? Kommst du mit der Batterie hoch? Alter, schon wieder Energiezellen. Und welche, der kleinen oder der großen? Der großen. Wenn ich sicher nach Hause schaffe? Ich hab mich verlaufen. Dann drück M. Benzin hattest du, oder? Ja, Öl habe ich. Es fehlt nur noch ein Item, was wir schon hergestellt haben. Geh weg von mir! Sunny kann mich jetzt jederzeit einsperren, er hat mich bei einer illegalen Aktion gesehen. Das ist schlecht. Hast du das dabei? Oder nicht? Gerade nicht, aber nimm das hier mal bitte ins Inventar, dann kann ich mich wenigstens eben kurz fangen lassen. Ich kann nicht zwei nehmen. Habt ihr beide noch einen Platz frei? Ich hab halt schon das Ganze hier alles. Ja, ich wollte halt eine Metallplatte herstellen, damit ich gleich ein bisschen graben kann. Dann haben wir nämlich noch einen anderen Weg. Ich hab tatsächlich noch eine Kamera. Hast du noch einen Platz frei in Dark? Es ist jetzt eh Nacht. Hat einer von euch... warte mal, kann mir einer von euch ein Streichholz geben? Ich hab tatsächlich kann ich nicht. Ich komm her. Shining, hol jetzt mal die Batterie raus. Und gib sie mir. Ich will mit Shining handeln. Hab selber eine Batterie offenbar. Also die dicke Batterie. Ja, warte, ich hab sie ins falsche Inventar getan. Da gerade nicht, ich muss mit dem da handeln. Gib mir mal die Schrauben zurück. Ich will eine Metallplatte machen. Die sind bei mir in der Kiste. Die gebe ich dir direkt, sobald ich es hergestellt habe. Willst doch kein Feuerzeug? So, ich habe das Teil jetzt hergestellt, also wir können jederzeit theoretisch raus. Jetzt Sunny weiß aber, wo wir raus wollen, ne? Ist das Ding. Ja, deswegen bauen wir nochmal was Zweites, damit er nicht predikten kann, was von beiden wir nehmen. Ah, ich entferne mal die Tasche. So, du hast das jetzt bei dir in der Kiste drin, nehme ich mal an. Was ist die zweite Escape-Möglichkeit, die wir machen wollen? Ich wollte auf jeden Fall einen Tunnel graben, damit wir einen anderen Ausgang noch haben. Deswegen baste ich gerade alles, um mir eine Metallschaufel zu machen. Ich brauche auch nur noch die Sachen, die nicht illegal sind, aber er kann mich halt jetzt jederzeit einsperren, deswegen kann ich mich so oder so jetzt einmal fangen lassen. Er platziert direkt Fallen vor unsere Zellen, ey. Ich mach das. Ich auch. Na danke, er hat mich noch in der Nacht festgenommen, das ist noch besser. Dark, wir lösen direkt die Fallen einfach mal aus. Du kannst uns übrigens nicht dafür einfangen, dass wir in die Fallen gelaufen sind. Wir müssen was Illegales gemacht haben. Die Fallen zählen nicht. Ah, okay. Da dachte er. Es hätte dir mehr gebracht, die unten beim Hangar zu machen. Dark, guck mal hier in den Mülleimer rein, einfach mal. Ja, absolut kein Problem. Das ist crazy.
Oh, die Bolzen, die können. So, was brauche ich für die? Ich brauche das einmal. Und jetzt muss ich einen Holzstab finden. Im besten Fall. Okay, wir brauchen auch einen goldenen Schlüssel, damit wir da hin. Habe ich Dark schon gegeben? Natürlich. Was wollte ich nehmen? Klebeband und Streichhölzer. So, ich. Streichhölzer sind ganz oben im Cockpit. Sehr, sehr viele. Da war ich gerade eben einmal drin. Da oben sind sehr viele. Okay, wo ist wir brauchen auch nochmal theoretisch einen silbernen Schlüssel, wenn wir die Pots machen wollen. Ich hab noch einen. Ah, nee. Wir brauchen theoretisch zwei goldene Schlüssel, damit wir zwei Wege auf jeden Fall theoretisch haben. Ich wollte gerade sagen, einen silbernen gibt es gar nicht hier. Sunny hört nur, wie wir Tactics machen. Ich habe aber tatsächlich noch einen Drahtschneider. Sunny ist so still, der hört uns einfach nur zu. Ja, ja. Die Stillen sind immer die schlimmsten. Warum findet man diese scheiß Stäbe? Stäbe? Ja, ich will eine Schaufel machen und finde den Stab nicht. Zum Deck scheinen wir nicht so ohne weiteres kommen zu können. Wir müssen da wohl über Lüftungssysteme hin oder so. Soll ich irgendwas noch kaputt schneiden vielleicht oder irgendwie? Dark, wenn du irgendwo mal so einen Drecksstock findest, bring mir den mit. Eine Schaufel oder so eine Silberne. Ich brauche nur den Drecksstock, mehr brauche ich nicht. Ich habe alles andere. Ich könnte dir noch einen Drahtschneider geben. Ah! Was? Leute? Ich habe einen Weg zum Hangar freigemacht. Wie? Ich hab gebuddelt. Krass. Wir haben den actually auf jeden Fall schon mal zwei Wege dort. Ja, der hat aber genau an dem Punkt eine Falle platziert. Ich habe die gerade erst geplatziert, ne? Ich wollte gerade wieder weggehen. Ja. Wo findet man denn diese Scheißstöcke? Dann kann ich zur Not noch zum anderen Teleporter hier den Ausgang machen. Ah, Plastikschau. Also guck, wir können jetzt hier unten einfach raus. Das Problem ist, er kann uns hier auffangen. Plastikschaufel Kaffee. Ey, lol. Wir können von hier aus, glaube ich, diese Kapsel rufen. Ja, Plastikschaufel bringt ja nichts, ne? Nee. Stock. Du kannst die Plastikschaufel. Du kannst es sein, dass wir brauchen sie nicht mehr. Schraubenschlüssel, ne? Auch nicht. Ich habe den Weg freigeschaufelt. Wir können jederzeit aus unseren Zellen raus. Hi. Hi. Ich wollte gucken, ob da wirklich eine Falle war. Aber da wir können nicht raus, Sunny Camp dort gerade. Ja, sorry, wenn ich höre, dass ihr da hingeht. Ich sag's ja, wenn du die ganze Zeit callst, dass du da hingehst, würde ich auch da stehen. Ich hab nicht gecallt, dass ich da hingehe. So, wir brauchen. Was brauchen wir denn, um die Kapsel zu rufen? Das Telefon wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich einfach der Helikopter. Metalllöffel. Oh. Du brauchst nichts mehr zum Graben holen. Zum achten Mal. Ich weiß, aber ich suche halt den Stock. Oh. Ja, den brauch ich ja für das Graben. Aber ich habe drei Plastikschaufeln gefunden. Damit habe ich mich dann einfach selber freigegraben. Drei Plastikschaufeln sind so gut wie eine Metallschaufel. Die wir einfach hier unkoordiniert hier rumlaufen. Du brauchst nicht mehr holen! Ah, da ist er ja! Ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Ha, ich konnte noch in die Zelle flüchten. Verdammt. Nein! Hä, er hat mich eingesammelt? Ich war draußen mit zwei Schrauben. So, den Metallteller brauche ich nicht mehr. Oder braucht man den zufällig irgendwie für die Herstellung des Handys? Ja, dann brauchen wir den nicht mehr, weil ich habe den Weg nach draußen fertig gegraben. Also wir können auch unterirdisch weg. Das ist jetzt sehr ungünstig. Jetzt schmeiß den scheiß Teller doch weg! Ah ne, warte, ich muss ja hier hin. Im Übrigen, das ist auch ein richtig guter Shortcut. Wir können nämlich dadurch uns an alle Ecken teleportieren. Du kannst nämlich zum Beispiel ganz oben raus.
Guck mal, ob da, wir können ja auch mal den Zahlencode schon mal holen, wenn wir uns so rumporten können. Goldbar. Brauchen wir nicht. Brauchen wir denn überhaupt noch was? Nicht wirklich. Hast du das Raumschiff... Das Raumschiff, die Platine... Das Raumschiff-Ding! Das Raumschiff-Ding! Du kriegst mich nicht! Ich bin weg! Nein! Du kannst mich trotzdem jederzeit verhaften. Du hast mich einmal bei was Illegalem gefunden. Das heißt, du kannst mich jetzt verhaften. Ich muss schnell... Dark Shining, wir haben jetzt actually drei Wege dorthin. So, jetzt... Ich habe den Lüftungsschacht nochmal aufgeräumt dorthin. Wir können jetzt drei Wege in den Hangar nehmen. Soll ich noch irgendwas sammeln? Wir sollten versuchen, das Telefon zusammenzukriegen. Und dafür brauchen wir nochmal theoretisch ein... Wobei... Wir brauchen halt... Eine Batterie hatte ich schon gesehen. Die werden jedes Mal wieder neu gemacht. Hast du die Antenne schon? Oh, ich wollte dir keine Anfrage schicken. Hast du denn schon fertig? Ja, warte. Das würde mir sehr helfen, wenn ich das wüsste. Ich hatte damals den Draht. Den Draht habe ich in meiner Kiste sitzen für die Platine. Sunny hat mich durchsucht, obwohl ich gar kein einziges Item dabei hatte. Ja, kann er ja nicht wissen. Warte, die Batterie hat die jemand schon? Ah, nee, die hatten wir schon. Sunny, sprich mit uns! Hör auf, nur die Technik große, zu hören! Wir hatten die dicke Batterie, aber die kleine noch nicht für das Telefon. Bei mir ist eh egal. Okay, ich habe Streichhölzer gefunden. Endlich. Ach, die, gut, warte, wo war so, die? Ich hatte die doch irgendwo gesehen gehabt. Ich hab Streichhölzer. Aber warte, hier ist. Puthalle. Öl kann ich sogar gebrauchen für die Platine. Da ist Futter. Sunny, nicht da unten campen! Camp da unten. Okay, das brauche ich tatsächlich noch. So, den Plastikteller habe ich. Okay, ich kann die Platine herstellen. Okay, ich stelle denn die Antenne her. Oder ich stelle die Antenne, kann ich auch herstellen. Ich habe die schon. Ich habe die Platine. Okay. Wir brauchen jetzt noch eine Batterie. Ja, die müssen wir so finden. Fuck! Genau in seiner Hand. Die Platine ist sicherheitshalber jetzt in meiner Kiste drin. Antenne können wir ja ziemlich schnell neu besorgen. Eine Antenne ist ja nicht das Problem, neu zu besorgen. Ja, die Batterie, die müssen wir auch noch finden. Sind hier unten eigentlich auch Kisten? Ah, ich hab die Falle ausgelöst und bin instant in den Schacht wieder zurückgegangen. Komm, krieg mich doch! Ich hatte nichts Wichtiges dabei, ich wollte nur, dass dieser Gesuchsstatus von mir weg ist. Shit. Du hast mich doch bekommen! Also der kann halt auch da hoch in den, beziehungsweise nach unten in den Wind. Was wolltest du denn noch sammeln, Akaya? Wir brauchen nur noch die Batterie! Die Batterie ist ganz häufig im Cockpit. Den hatte ich leider nichts gefunden. Glaubst du nicht, dass ich ruhig und friedlich in meinem Bettchen schlafe? Guck mal ganz rechts, ob ich die hier ganz rechts finde. Glaubst tatsächlich nicht, aber... Also die wichtigsten Sachen findest du ganz häufig in diesen illegalen Räumen. Wow. Deswegen gehe ich da einmal gucken. Oh, ich hätte einen schönen Schraub. Alter, drei Goldbarren in einem Oh, ein Glück, er ist blind! Hm? Was denn? Ich bin an dir vorbeigelaufen. Oh, wow. Zum Glück bist du blind. Boah, die zwei Kupferdinger. Was hier unten? Ich habe gerade drei Schrauben in einer einzigen Kiste gesehen. Da ist nichts, da habe ich schon geguckt. Ist hier? Ah, ne, hier ist nichts. Tag 5, wir müssen jetzt mal raus. Ja, aber... Wir müssen aber erstmal das wichtigste Werkzeug finden. Hast du schon in allen Offices geguckt? Also jetzt ist ja eh aktualisiert, aber trotzdem. Was macht man hier? Alter! Hast du es gefunden? Nein, da sind aber drei kriminelle Sachen drin. Wow, jetzt finde ich eine Platine.
Alter, ich finde das Ding. Nein. Was hattest du dabei? Ich hatte neun Netflix, aber ich war das Office am Untersuchen. Wir müssen es jetzt langsam schaffen, ne? Es sind nicht mehr viele Tage übrig. Nee, die gibt es anscheinend nicht mehr auf der Map. Ich finde die wirklich nicht. Hier ist auch nichts, ne? Nee, hier ist auch nichts. Hier sind drei Dinger, vielleicht habe ich Glück. Ich habe die Batterie. Dann lauf! Ich bin im Vent. Okay, wir kommen. Ich nehme aber erstmal meinen Kaffee mit, den er konfisziert hat. Warte, brauchen wir den Schlüssel lasse ich erstmal da, ne? Den brauchen wir gar nicht. Doch, den brauchen wir für die Dinger, damit wir dorthin kommen. So, die Platine ist in meinem Inventar und ich gehe jetzt nach unten. Aber ich würde sagen, was Ausbrechen angeht, teilen wir uns auf. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Er kann nur eine vereiteln. Ich gebe dir die Platine rüber. Ich baue den fertig und gebe dir das Phone rüber. Ich muss damit unten bei diesen einen Teilen dahin, ne? Bei den Rettungskapseln, ja. Nee, warte, ich muss ja eigentlich nur nach unten, ne? Zum Dock, ne? Oder wo war das da? Escape Pods, da müssen irgendwie welche. Also einer von euch muss Escape Pods auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Ich gehe schon mal auskundschaften. Frage ist ja, ob er da wartet. Sunny, hör auf zu tryharden. Doch, du hörst still und leise zu. Also ich brauche hier unten auf jeden Fall einen Schlüssel. Bei den Pots. Oh, oh. Wo war die Falle? Ganz unten. Nice. Nein! Ich bin Wo ist die Falle gewesen? Ganz unten. Ganz unten. Hangar? Ja, Hangar. Als ob, Alter. Zwei Fallen. Wir müssen das in der Nacht jetzt machen. Für die Escape Pods brauchst du auch den Zahlencode. Also wenn wir jetzt nicht auf die Schnelle den Zahlencode zusammenkriegen, hat sich das mit den Pods erledigt. Ja gut, die Zahlencodes findet man ja relativ schnell. Das ist aber jetzt in der Nacht, glaube ich, nicht mehr wirklich möglich. Also sieht aus nach, die Wächter haben gewonnen. Oder wir rennen jetzt ganz schnell zum Raumschiff. Ich habe eins. Ich habe eins zumindest. Ja, ich habe auch einen Zahlencode. Hallo? Was ist? Er hat mich gesehen. Ja. Hab ich. Ich will gar nicht hier sein. Ich hab alle Türen aufgeschlossen. Welche Zahlen kurz habt ihr denn jetzt so? Ich hab 1 und 3. Ja, gut. Oh, hier ist eine Platine einfach drin, was? Dark Shining, ich hab euch was geschrieben. Guckt schnell. Kann nicht. Du musst gucken, es ist jetzt wichtig. Was ist denn geschrieben? Ach, persönlich. In Discord, damit Sunny es nicht mitbekommt. Ja. Tschüss! Wie? Shining, du hast jetzt Dark zurückgelassen, du Schwein. Ich hab dir ein Paket bei den Pflanzen hinterlegt. Hol es dir. Ey, ganz unten links bei diesem komischen Kreiseding. Ja, Sunny war direkt bei mir. Es gab keine andere Möglichkeit. Yes. Du hättest reingehen können. Du hättest nicht irgendwie. Ja, aber er hat gesehen, wie ich reingegangen bin. Ich hab dich literally nicht gesehen. Du standst direkt hinter mir. Wie hast du mich nicht gesehen? Aber ja, mein, komm. Oh, warum bin ich nicht da? Das muss ich mehr. Aber diesmal nur gegen zwei. Unsere Zellen wurden getrennt. Sunny, wir haben nicht direkt was. Du kannst deine Aufgaben machen. Ich weiß, ich bin gerade auf dem Weg dahin. So, ich konzentriere mich erstmal aufs Graben, okay? Dass wir uns rausgraben können. Dafür nehme ich auch gerne erstmal die Plastiklöffel.
Nee, lass die Plastiklöffel. Wo ist der schnellste Ausgang? Da. So, ich hätte ein Kupferdraht, falls du ihn mal brauchst. Erstmal in die Kiste damit, dann kann er das nicht einkassieren. Sind die Aufgaben hier denn anders, Sunny? Ja, glaube schon. Ich hab auf der anderen Map kein Rechteck gespielt. Ne? Nur also da war halt so Kickern, Pflanzen gießen, Ding reparieren. Ich hab nichts Illegales bei mir. Das hatte ich mir schon. Ja, ich bin nie illegal. Ich auch nicht. Ich finde einfach nichts. Ich hab einen zweiten Kupferdraht gefunden. Ich würde diesmal gerne über die Pots entkommen. Oder zumindest das andere. Was war die dritte Möglichkeit? Raumschiff rufen. Wahrscheinlich bei den Docks, ne? War jetzt nicht möglich. Also einen Kupfer habe ich auf jeden Fall schon mal, ne? Ich sag mal so, die Löffel, die kann ich ruhig verbraten. Vor allem, die findest du ja haufenweise in der einen. Kaffee, ja. Kaffee ist illegal. Kaffee ist illegal. Du bist illegal. Immer dieser fiese Wächter, der meint, uns einsperren zu wollen. Obwohl wir nichts getan haben. Der hängt ja jetzt gerade wirklich einfach am Hintern. Das ist gut, ich habe die Batterie schon fertig. Er darf mich jetzt nicht kriegen, ich habe die Batterie. Die dicke Batterie? Ja, die dicke. Okay. Okay. Ich sprinte auch gerade zur Zelle. Ey, ist egal, wenn... ja, ich habe die dicke Batterie gesaved. Verdammt. So. Ich brauche nur noch einen Plastikteller, dann kann ich auch schon die Platine herstellen. Nö. Ach, verdammt. Ich hab die Platine Shining. Sag das doch, dann schmeiß ich das Kupfer weg. Ich hab die gerade gefunden und bin damit durch ein Tor gelaufen und dann vor Shining noch, vor Sunny noch in den Wind gehüpft. Ja, ich warte auf dich an unseren altbekannten Platz. Ich bin in deiner Zelle. Der sieht mich nicht. Der ist blind. Wo bist du? Komm. Ich habe zwei Metalllöffel gefunden. Shining. Ja? Ich hatte die Batterie gerade nicht bei mir. Hast du eine Antenne? Nein, ich habe bisher nur die Batterien gefunden. Ah, jetzt habe ich auch noch einen goldenen Schlüssel. Kannst du eine Antenne herstellen? Nein. Ich mache gerade einen goldenen Schlüssel. Ein Weg nach draußen ist auch schon freigegraben fast. Also da fehlen nur noch zwei Blöcke. Das wäre ein Metalllöffel oder eine Schaufel. Hast du noch einen Platz frei? Sonst muss ich jetzt. Sonst darf ich. Nicht. Ich habe so. Ich habe Dinge getan, von denen er nichts wissen sollte. Ich habe leider meinen Frauenbart gespannt. Oh nein, schlimmer Finger, du. Ich konnte halt leider nicht widerstehen. Deswegen bin ich auch hier. Hier in Fort Spacios. Du echt schlimmer Finger, du. Ich gehe jetzt einfach Löffel sammeln. Hi. Hi. Auf in die Küche. So, mal gucken, reichen zwei Plastiklöffel? Okay, der Weg nach draußen sollte freigegraben sein. Ja, ist er. So, das Kupfer brauche ich nicht. Hast du ein Streichholz, dann kann ich auch direkt die Antenne machen.
Shining warte einfach mal kurz und sag nix. Okay. Ah. Hast du noch einen Platz bei dir im Fach? Ich habe das geheime Fach schon in Nutzung. Ich habe da doch die dicke, fette Batterie drin. Auch wenn wir die eigentlich nicht brauchen. So, ich habe ein wunderbar hübsches goldglitzerndes Etwas. Das nutze ich jetzt erstmal und intrige ein paar Sachen. Oh. Also wenn wir über die Pots raus wollen, brauchen wir auch den Zahlencode. Sunny, hör auf, dich so stark zu konzentrieren. Nein. Nein! Ich hatte zwei vom Zahlencode und einen goldenen Schlüssel, du Arsch! Aber die. Ich hab schon mal alle. Ich hab schon mal Sachen geöffnet. Ich hab Dinge getan, von denen er nie was wissen wird. Shining, wir treffen uns mal in der Grabstätte, die du ausgebuddelt hast. Warte, ich versuch. Ich guck gerade noch die wichtigsten Teile durch. Dass du aber auch genau dann da reinkommst. Ha! Du hast mich zu spät gesehen! Shining, komm einfach rein, ignoriere die Sachen. Nee, 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 nee. Shining, komm mal zum Graben. Haha! Ich hab dich doch erwischt! Ich hab dich doch erwischt. Ich hab actually ein paar Schritte vorausgedacht. Ja, wir brauchen den Schlüssel aber nochmal. Ich brauch nochmal Gold. Warte, hast du noch einen Platz bei dir im Geheimfach? Ich hab da die dicke, fette Batterie nach wie vor drin. Und wofür brauchen wir die? Ich mach mir jetzt einen Metalllöffel und hoffe einfach, dass ich jetzt nochmal Gold ausgegraben bekomme. Ja, ich hab instant Gold gefunden. Ich bin ein Goldgräber. Ich hoffe, du hast ein Streichholz bei dir. Nee. Aber ich hole einfach mal ein. Weil dann könnten wir eigentlich schon abhauen. Du mieser Ficker! Ach du, der war gerade da oben. Beziehungsweise da unten im Schacht. Der hat mir mein Gold abgenommen. Der Dreckige. Jetzt darf ich nochmal graben wegen dir. Ja, darfst du. Weißt du, wie scheiße es ist, mal einmal Gold zu bekommen? Als ob ich in meiner Zelle bleibe, das Ganze vergessen. Hast du Gold bekommen? Was schreibst du mir wieder? Da campt der einfach hier oben drin. Was heißt hier campen? Ich bin hier gerade rein. Ich rumlauf. Ach nee. Willst mich doch verarschen! Ich hab dich weglaufen sehen! Ich hab dich nicht gesehen! Du mieser, nicht dich aber! Ja, du mieser Kleiner! Geh mir deinen Pokémons wieder spielen! Nö. Ich will hier raus! Wer will das nicht, du? Oder Kai, dich hab ich gesehen. Wow.
Wir dürfen jetzt alles von vorne machen, weil er genau dort gecampt hat, wo ich gerade raus wollte. Ich hab meine Taskmappe gekürzt, ich hab eine scheiß Task gemacht, okay. Ist der Zahlencode jetzt weg? Alles weg. Handy, Zahlencode, Schlüssel, alles. Was muss der auch genau in dem Moment dort rumgammeln? Ich meine, ich hab sogar seine Falle gesehen und bin der ausgewichen. Ich hab in dem Moment meine Task gemacht, Bro. Oh. Ich hasse dich. Ja, ich dich auch. Jetzt. Ich würde gerne einmal Klebeband finden. Nee. Heute nicht. Verdammt, er macht seinen Job zur Abwechslung. Ich dachte, er frisst den ganzen Tag nur Donuts. Ausnahmsweise kann er mal seinen Job machen, leider. Ja, aber davor warst du blind. Hallo. Aber er hatte auch einfach nur Glück, dass er mir alles abziehen konnte. Schade, geh geblieben! Bleib weg von mir! Hier ist Akaya. Wo ist der andere? Nicht da! Ich hab eine Metallschaufel vor sein Auge geklappt und bin durch den Metalldetektor vor ihm entkommen. Ja, ich hab was ich wollte. So, ich hab einen Kupfer, ich hab Batterie und ich hab einen Goldbahn. Ich kann nicht mehr aus dem Bett gerade raus. Also ich hab einen Teil, den wir brauchen. Du musst jetzt für den Rest sorgen, Akaya. Ob ich das hinkriege, kann ich nicht sagen. Er ist gerade, glaube ich, oben gewesen. Nicht oben, unten. Wenn ich jetzt hier nochmal hier Streichhölzer finde, dann könnte ich den goldenen Schlüssel machen. Bis nachts, wenn er mich sieht, bin ich so oder so eingesperrt. Komm, Ski. So, das Wichtigste habe ich schon mal. Der Junge ist blind, der wird mich niemals sehen. Zur Not, ich habe zwei Kaffee in meinem Inventar. Ah! Hast du das Item jetzt verloren? Ich muss ihn nochmal neu ausgraben. Ja, ich hatte den goldenen Schlüssel gerade zusammen. Ich weiß, wo Kaya ist. Komm her, Kaya. Hallo. Nein, mich kriegst du nicht. Drei waren zu viel für ihn, aber zwei schafft er nicht. Der Kaffee hat mich gerettet. Ja, hat er. Hallo. Hi. Shining. Ich hab einen Goldbahn. Was willst du? Was willst du haben? Danke. Ich mach direkt einen neuen Schlüssel. Oh, 7 Tage klingt sehr lang. Ja, aber es ist auch scheiße schwer zu entkommen. Ja, okay. Legitim. Da muss ich zustimmen. Shining, hast du noch Platz? Hängt davon ab. Willst du mich nicht verlieren? Das habe ich gerade selber dabei. Okay, dann ist egal. Aber ich muss einmal meine Kiste, weil die ist voll mit illegalem Zeug. So, ich habe das illegale Zeug rausgeholt. Also, ich habe die Batterie, ich habe den Schlüssel und ich habe das Kupfer. Ich kann jetzt gerade nicht hier weg.
Ich hab sogar noch so einen sicherheitshalber noch einen weiteren Goldbarren. Oh nee, mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht, du. Weißt du noch, wo ich bin? Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt Spaß hier gerade. Okay, komm wieder zurück. Was fehlt dir denn sonst noch so? Du hast nichts gesehen. Doch. Ja, jetzt ist egal, jetzt bin ich eh auf der Fahndungsliste. Ey, Shining? Ja, die Batterie habe ich längst. Habe ich okay. Schon, das habe ich dir 20 Mal gesagt. Dann gib mir mal das Kupfer rüber. Oh. Och, fuck, Junge, ey. Er hat gerade 2 Codes gefunden bei mir. Danke, Akaya. Gib mir das Kupfer. Ja, dann kann du ich über. So ein Schwein. Nee, nicht handeln. So. Ich geb dir die 2 Sachen fürs Telefon rüber. So, was fehlt denn jetzt noch? Der komplette Code. Du kannst mir die Batterie nochmal geben. Die habe ich weggeworfen. Ja, same. Weil ich dachte, du hast. Und verwendest die jetzt gerade eh, um das Telefon herzustellen? Hätte gerade unten oder Sunny, oben. Sunny, wo bist du? Da, wo ihr nicht seid. Ich will, dass du mich festnimmst. Warum willst du das? Weil du ihn sonst jederzeit festnehmen kannst. Jetzt ist eh egal. Ich weiß. Warum sollte ich euch dann jetzt festnehmen? Du wirst mich eh festnehmen, sobald du mich findest. Das weiß ich. Wir brauchen noch mal eine Batterie, ne? Weil ich dachte, du craftest das Ding jetzt direkt voll. Ich würde ja selber suchen gehen, aber ich habe die wichtigsten Sachen gerade bei mir. Ja komm, wir spielen ja offenbar ohne das Raumschiff diesmal. Außerdem ist das Ding mega easy hergestellt. Ja komm, ich tu dann die Platine so lange da rein und gehe dann auch mit auf Suche. Nee, warte, ich find's schon, hoffentlich. Oh no, mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht. Und dann ist das Letzte, was ich tue, mich kriegst du nicht. Erschreck mich nicht! Wir finden es halt schneller, wenn wir gemeinsam suchen, sonst dauert das ewig. Als ob der da eben den Eingang einfach direkt eine Falle gesetzt hat. Jetzt weiß er, wo wir sind. Danke. Hab's! Denn hau ab. Würde ich ja gerne, wenn... Ey, jetzt habe ich es wegen dem Tagwechsel nicht mehr. Durch den Tagwechsel ist das jetzt weg, bevor das in mein Inventar rübergegangen ist. Das ist doch Mist. Passiert. Jetzt darf ich es nochmal suchen. Und Sunny, was sagst du, wie lange ich mich vor dir verstecken konnte? Das war tatsächlich richtig lang, obwohl ich einen Ding. Ich hatte 2 drin. Nein, ich hatte 1. Kacke. Ist einfach unten gelaufen? Was hast du da? Was hast du gemacht? Ja. Scheiße. Ja. Akaya, ich hab dich gesehen, Akaya. Komm wieder, komm her. Nein. Nö. Mich kriegst du nicht. Du kriegst mich nicht, du Sau. Ich krieg dich am besten, was ich tue. Shining, komm runter, ich hab die Batterie.
Akaya, komm her. Ich kann wieder vor ihm wegrennen. Ich bin gerade hinter ihm weggelaufen, ne? Ich bin gerade hinter dir gewesen. Oh Mann. Ich hab eh nichts dabei, ich suche weiter nach den Codes. Ja, Handy stelle ich gerade her. Ich dachte halt, du würdest das direkt vollcraften, deswegen habe ich meine Batterie weggeworfen gerade eben. Das war halt echt shit happens. So, das Telefon ist versteckt. Das Telefon, das kriegt er jetzt nicht mehr, wenn er mich findet. Ich hab schon mal ein. Ich hab welche? Ich hab schon mal die drei. Ach, Sunny, du Mieser. Was willst du von mir? Hör auf, in mein Lager zu gucken. Als wenn ich Sachen nicht verstecken würde, wenn du jetzt einmal schon... Ich hab den zweiten gefunden. Ich hab den zweiten, ich hab die zwei. Okay, dann brauchen wir nur noch die vier. Ja, ich darf Sunny nicht über den Weg laufen. Der kann mich instant verhaften. Ich bin noch auf Abschussliste. Weißt du was? Ich gehe jetzt hier unten gucken. Er hat meine Codes. Ich habe nur unten gesagt, das hätte auch die Foodhalle sein können. Hier, jetzt habe ich sie auch endlich mal entfernt mit Absicht. Weil mich kriegst du ja eh nicht. Ja, den Schlüssel, den kann man ja easy wiederherstellen. Obwohl, den brauchen wir gar nicht mehr, die Türen sind eh alle offen. Also wir brauchen den goldenen Schlüssel nicht mehr, die Türen sind offen. Hä? Die Aufgabe funktioniert so. Ah ja. Und wenigstens bin ich jetzt nicht mehr auf der Liste. Jetzt kann er mich nicht mehr instant verhaften. Ich hab warum bin ich jetzt die Platine einfach in Kiste. Ich weiß. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, dann finde ich sie. Aber wenn ich sie brauche, dann finde ich sie nicht. Tschüss! Komm, lauf! Haha, ich bin dir entkommen. Verdammt. Ich hatte einen Energy-Drink. Ja, nicht nur du. Ja. Ich will ihm auch nochmal entkommen. Ob Sunny mich überhaupt jemals vernünftig kriegt. Also er hatte dich gerade eben zumindest mit der Falle erwischt. Ja, aber ich bin da mit Absicht reingelaufen, damit sie aus dem Weg ist. Ich glaube, hier muss man sich echt durchschneiden. Anders kommst du doch da gar nicht rein. Ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass man auch eine Bombe nehmen kann. Dass man mit der Bombe durch die Zäune kommt. Ja, kann man. Ich bin eh auf der Liste, also wenn er mich findet... Oh, jetzt hatte ich die scheiß Schraube und dann ist sie schon wieder weg! LOL! LOL, das geht durch die Wand. Das ist kein Raum, das zu wissen. Also wenn du eine 2 brauchst, oben im Cockpit sind einfach 5 davon. Genau das brauchen wir aber nicht. Ich hab nichts Illegales bei mir! Ich hab dich aber beim Verlassen des Cockpits gesehen. Nein, du hattest mich letzte Nacht noch gesehen. Das Fleisch. Ich wollte eine Drahtschneide machen. Ich wollte den Draht durchschneiden. Aber dann, genau dann, wenn ich eine scheiß Schraube befinde, dann ist sie natürlich wieder weg. Wegen dem scheiß Wechsel. Und Shining, ich kann dir mal eins sagen. Ich hätte den Code an sich, wenn du nicht irgendwie die 3 gehabt hättest und ich deswegen meine deleted habe. Ich habe eine 1 und eine 2 für dich hier oben. Brauche ich nicht, habe ich schon. Was willst du immer von mir? Ich will dich da rauskommen sehen.
Mensch. Also ich glaube, wenn Sunny mich catcht, ist Jackpot, was die Codes angeht für ihn. Wieso hast du alle vier bei dir? Naja, wenn ich sie bei mir im Inventar habe, sind sie sicherer, als wenn sie bei mir in der Box sind. Das ist wahr. Du brauchst ja nur die Box untersuchen, dann hast du sie. Und ich meine, wann kriegst du mich mal? Welche Zahl brauchst du? Da war Sunny. War es die 3 oder 4, die du brauchst? Wie war das? Wir brauchen die 3 auf jeden Fall. Ich hab beide. Ich hab 3 und 4. Nimm sie mit. 1 und 2 sind ganz oben im Cockpit. Hol sie einfach. Ich warte unten. Okay. Ich hab sogar noch einen Schraubenschlüssel. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich ihn oben irgendwie verwerten kann. Warte mal. Welcher Raum ist das? Ganz links der Office. Wir können jetzt... Training, ich bin unten, kommst du? Ja. Ich habe gerade einen Vent geöffnet für uns. Gib mir mal die 3. Die 3 brauchst du nur? Ja. So, dann kann ich die 4 wegschmeißen. So, haben wir alles? Weiß ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall einen Vent, dass wir auch hier in das zweite von links raus können. Warum laufe ich ihm genau auch in die Arme, ey? Du hast jetzt nicht den Code wieder bei dir gehabt, während er dich fängt, oder? Doch, aber er hat mich nicht gefangen. Er hat mich nicht bekommen. Ah, Mann! Ich kann halt abhauen. Der Code ist bei mir sicherer, als wenn er nicht irgendwie bei mir im Dingens drin ist. So. Ich würde gerne vorher noch einen Kaffee finden, ehrlich gesagt. Oh, sogar 2. Energy Drink tut's ja auch. Und rein in die Zelle. So, ich habe jetzt 2 Kaffees und ich habe das Telefon bei mir. Du musst nur das, Lass mich vorgehen. Geh du zurück. Tja, Sunny, komm her. Komm, Sunny. Sunny. Hast du den Code nicht eingegeben? Du musst ihn eingeben. Aber ich mach noch nicht. Gib ein. Ich hab den nicht. Ach so. So, und hier verwende ich jetzt einfach das Handy, ne? Oh. Du kannst einfach reingehen in die Pots. Ich habe rufen gedrückt und war direkt drin. Geil. Tschüss! Ah, schade. Das Handy war hier gar nicht nötig. Ja, das ist wirklich anscheinend nur für die Aliens. Aber wir haben es rausgeschafft. Aber hast gut gespielt, Sunny. Hast gut gespielt. Und ich fand's lustig, wie gut ich Sunny einfach outplayen konnte. So, ich krieg jetzt noch einen Guardhead. Den Roboterhelm. Cool.
Also das war auf jeden Fall lustig, das kann man ruhig nochmal wiederholen. Also zu dritt ist das wenigstens sehr ausgeglichen. Ja, und, ich glaub, und Sunny, was hältst du dazu, dass ich dich zum Affen gehalten hab? Nee, was heißt du Affen gehalten? Ich hab dich auch genommen. Im Übrigen, am Ende bin ich einfach, wo du nach da oben gegangen bist, habe ich einfach den anderen Ausgang genutzt, unten beim Raumschiff. Und Sunny, weißt du, wo ich gesagt habe, dass ich die Codes dabei hätte? Das war mein Play, dass du meine Kiste nicht durchsuchst. Ja. Ich verabschiede mich dann jetzt hier für heute. Ich leite jetzt an keinen weiter. Und wünsche noch jeden einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier jetzt noch guckt. Tschüss.